So, wir wollen uns das heutige Update, hat er jetzt gestartet, jetzt muss er da sein. Wir wollen uns das heutige Update etwas genauer anschauen, will ich einige Kommentare dazu geben. Es dreht sich letztendlich um diese einfachen Lebenserkenntnisse, die ich dir mitteile. Unter anderem liebe deine Feinde und sorge dich nicht um morgen. Es ist so elementar wichtig, dass du das verstehst. Du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, jeden Moment, den du erlebst, den lebst du jetzt. Du kannst nicht in 5 Minuten aufstehen. Du kannst das alles hier und jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen, was ich behaupte. Versuche mal in 2 Minuten was zu denken. Du hast auch vor 5 Minuten nichts gedacht. Ich habe darauf hingewiesen, dass die deutsche Grammatik sehr, sehr wichtig ist und dass die Verben V wie stabil erweckte Bolan-Existenzen. Die darfst du nicht chronologisch sehen, vorher und nachher, sondern immer gleichzeitig als Gedankenwelle in der Transversale. Das ist lang und breit erklärt und wir schauen uns das heutige Update an. Und zwar geht es mir jetzt auch um den Satz: Liebe deine Feinde. Ich sage, jeder Gedanke, den du denkst, ist ein kleines Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Eine grobe Metapher ist, du stellst dir vor, du bist ein Computer. Und zwar beginnen wir jetzt einmal in einer Verbindung, in einer großen Verbindung. Das Internet, sage ich, ist alles Wissen gleichzeitig in einer riesengroßen Datei. Das ist wie wenn ich jetzt schon sage, nur die Datei eines Films beinhaltet sämtliche Bilder, die in einzelnen Momenten in dir aufblitzen und sämtliche Geräusche, die immer jetzt, denke mal so an einen Aussteuer, einen alten Kassettenrekorder mit einem Aussteuer-Volumenmeter, dass das Geräusch immer jetzt aufblitzt. Das ist nur ein ständiges Aufblitzen im Hier und Jetzt aus einer tieferen Schicht im Hier und Jetzt. Da ist alles gleichzeitig drauf und was da draus herausgerechnet wird, ist immer jetzt. Damit wird deine komplette bisherige Vorstellung von Weltbild komplett zerstört. Dieses unbewusste chronologische Ding. Das muss installiert sein. Ich habe in vielen Selbstgesprächen, wenn ich jetzt auch älteren Selbstgesprächen, heißt es das nicht, dass das in der Vergangenheit war, sondern wir ziehen bloß eine andere Datei heraus. Und so wie ich sage, wenn du ein Bücherregal hast, und wir können ja jetzt statt Bücherregale, können wir Videospiele setzen, die man mit einer VR-Brille spielen kann. Und da kannst du einen Ritter spielen im Mittelalter und einen Captain auf einem Raumschiff und gegen Aliens kämpfen. Ich wiederhole das immer wieder. Diese Spiele bzw. diese Romane stehen in ein und demselben Bücherregal gleichzeitig nebeneinander. Das sind die Dateien. Somit überwindest du das unbewusste chronologische Denken und was du jetzt überwinden musst, sind deine Feindbilder. Dieses Liebe deine Feinde, da sind wir drauf eingegangen, dass das Ra, Ra auch Freund heißt oder Nächster heißt. Und jetzt machen wir mal ein Extrem, da schalte ich gleich einmal den Bildschirm ein in dem heutigen Update. Das waren natürlich die Jüngeren und jetzt muss ich mich so bröselmäßig ausdenken, wann da überhaupt nicht mehr mitkommen. Selbst Redo, jetzt in seinem Alter, ist er noch sehr, sehr klein gewesen. Charles Manson. Ich springe jetzt da gleich einmal in unser Update rein. Den schauen wir uns dann einmal an. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Ton mit eingeschaltet habe. Das probieren wir jetzt erst aus. Das ist Charles Manson. Interview. Das Ton ist der Ton da, Redo? Ja. Super. Dann schauen wir da mal halt. Olivia. Well, God, I guess you're my best friend, being I invented you. You believe in God, Charles? Sure, I believe in myself. Why wouldn't I? Which one? Are you Jesus Christ? Which Jesus? There's all kinds of Jesuses. There's a black Jesus down in Florida. He's having a good time. There's a Mexican Jesus in Mexico. I mean, there's all kinds of Jewish Jesus. I mean, Jesus. Er sagt mir jetzt in einem gewissen Maß, das ist ein Wahnsinniger. Wenn man sich jetzt wieder im Internet informiert, wer ist dieser Charles Manson? Ein Massenmörder, eine Sekte, hat Neger absolut verabscheut, er hat Frauen verabscheut, aber sehr, sehr viele weibliche Anhänger gehabt, die dann Morde für ihn durchgeführt haben, und so weiter und so weiter. Das ist das typische Beispiel des Bösen und des Negativen, bis du dann einmal zuhörst, was er spricht. Und bei Holofeeling ist es gut und böse ist austauschbar. Das ist die große Kunst. Jetzt ist das nochmal das Update, nennt man Manson der Menschen so. Ein Geistesfunk-Egoismus, alle von ihm selbst ausgedachte Menschenaffen rollen.
auch selbst durchleben. Ich sage, in unserem Bücherregal ist jedes Menschenleben ist eine Rolle. Und sobald du eine Rolle bewusst spielst, bist du wie ein Schauspieler auf einer Bühne. Dann ist es vollkommen gleichgültig, ob du einen Hannibal Lecter spielst oder einen Heiligen oder einen Jesus in einem Jesusfilm spielst. Derselbe Geist, derselbe Schauspieler jetzt symbolisch, kann auf der Bühne des Lebens alle Rollen spielen und die kann auch gut spielen. Darum sage ich, oberflächlich musst du zuerst einmal gar nichts verändern. Das heißt, er, und das ist jetzt unser Spiel, wo ich immer wieder erkläre, J-C-H-I-C-H Rot, ist schlichtweg und einfach der vom Bücherregal steht. Das ist der allumfassende Geist, das ist, bin ich, UB, und in dem Moment, wo du ein Buch in die Hand nimmst, ein Videospiel spielst, spielst du eine Charakterrolle. Aber du darfst dabei nicht vergessen, wer du bist. Du darfst nie vergessen, wer du bist. Und bei Holofeeling, und das wiederhole ich jetzt immer wieder, ich erkläre dir zuerst, was du bist und was deine Gedanken, was deine Informationen sind. Gleichgültig, ob das sinnlich wahrgenommene Informationen sind oder ob du das jetzt bewusst, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst dir denkst. Wenn du jetzt an deinen physischen Körper denkst, den Körper, den Avatar, die Rolle, die du zurzeit spielst, baut sich in dir eine Information auf, die aber mit dem nächsten Gedanken schon wieder weg ist. Das sind ständig wechselnde Informationen und du erlebst nur deine momentanen ständig wechselnden Informationen und die wiederum sind abhängig von dem Intellekt, von dem Schwamminhalt, von dem Leben, das du zurzeit durchlebst. Und ich kann immer nur darauf hinweisen, das ist kein Science Fiction, das ist eine hundertprozentig sicher von dir jetzt ohne großen Intellekt überprüfbare Realität. Selbst wenn du ein 13-Jähriger bist, kannst du das Spiel nachvollziehen. Okay? Und er ist jetzt praktisch diese Energie, jetzt mache ich Physik dazu in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird, ohne sich dabei selbst zu verändern. Du, Geist, veränderst dich gleichgültig an was du denkst, gleichgültig, was du jetzt fühlst, was du siehst, sinnlich wahrgenommen, was du hörst, bist du immer der, der das erlebt, ist immer derselbe Geist. Und der Geist, den wir uns jetzt ausdenken, ist natürlich auch schon wieder was Ausgedachtes. Du bist der, der sich jetzt den Geist ausdenkt, der das alles erlebt. Das gehe ich jetzt nicht mehr genauer weit drauf ein. Das heißt, er spielt im eigenen ewigen Leben alle selbst ausgedachten Protagonisten, Antagonisten rollen in sich selbst. Protagonist ist immer, wenn du jetzt an dich denkst, gleichgültig an welchen Affen du denkst, an welchen Menschen du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und die Antagonisten sind alle anderen, aber das ist austauschbar. Mhm. Weil du die anderen genauso spielst. Und jetzt macht mein alter Satz, alles, was du einen anderen tust, tust du mir. Das hast du dir selber, weil ich behaupte, dass ich du bin. Genau. Und es geht sogar darüber hinaus, dass das sogar gilt für materielle Dinge. Du bist letzten Endes deine Information, um das abzukürzen. Die höhere Ebene mit Holofeeling erklärt dir, wenn du bis dato, bis jetzt immer an dich gedacht hast, dass du immer nur an den aktuellen Körper gedacht, der jetzt auch sinnlich wahrgenommen in dir auftauchen kann. Das ist, wenn ich jetzt auch schnipp, jetzt denk an deine beiden Hände und ball die fest zu einer Faust und dann hast du ein Gefühl in dir, ein sinnlich wahrgenommenes Gefühl, das die ganze Zeit nicht da war, auch die Hände waren nicht da, bevor ich deine Hände angesprochen habe. Weil jeder Moment immer jetzt ist, das ist hundertprozentig sicher. Und du wirst dich narren, solange du das nicht wahrhaben willst. Und wahrhaben kann das nur ein Geist, der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Das ist aber nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und im eigenen ewigen Leben spielen wir, ich und du, alle selbst ausgedachten Protagonisten und Antagonistenrollen in sich selbst. Okay, das ist jetzt auch ein Video von Marilyn Manson. Lass dich überraschen. Er ist ja dann im Gefängnis gewesen und du wirst feststellen, das ist eine unheimliche Weisheit. Wir können ja da ganz kurz nochmal reinspringen, den Ton haben wir aufgebaut. Hör mal genau zu. Eine letzte Frage, Charlie. Ja, haben Sie jemals etwas bereut? Ja, dass ich in meinem Leben so dumm gewesen bin. Ich brauchte zu lange, um ein paar Dinge zu begreifen, die in meinem Kopf herumschwirrten. Sehr interessant, ne? Du wirst jetzt feststellen, jeder Moment, der in dir auftaucht, erklärt dir alles über dein Leben, wenn du aufhörst, alles einseitig auszulegen und zu filtern.
So viele Leute haben mir so viele Dinge erzählt, die ich geglaubt habe. Das habe ich gehört, das hat mir erzählt. Es ist doch bewiesen, dass das ganze Geschwätz, auch von Physikern, von Medizinern, von Professoren, von Theologen allen voran, jeder äfft nur geistlos nach. Und ich sage, kannst du das, was du jetzt dir ausdenkst, weil man es dir erzählt hat, weil du es auf irgendeiner Internetseite aufgeschnappt hast wie einen Virus, kannst du das beschwören, dass es wirklich so ist? Kannst du beschwören, dass jetzt der Krieg in der Ukraine ist? Wo war es übrigens die ganze Zeit, die Ukraine und der Krieg? Wenn was existiert, existiert es hier und jetzt in deinem Kopf. Halt einfach nur das erste und das zweite Gebot. Und selbstverständlich kannst du deinen Glauben auch verwirklichen. Du kannst dich jetzt in deinem Videospiel mit der VR-Brille imaginär in Bewegung setzen, in ein Auto dich reinsetzen, in die Ukraine fahren und dann wirst du letzten Endes das zu sehen bekommen, was du dir aufgrund dieser geistlos nachgeäfften Logik selbst ausdeckst. Ja. Du kannst dir deine eigene Welt zu einer Hölle machen, wenn du willst. Es ist schwierig herauszufinden, was das alles bedeutet. Natürlich können wir sagen, oh, es tut mir leid. Sagen können wir alles. Wir können sagen, dass wir eine Verfassung haben. Aber wer füllt sie aus? Wir können auch behaupten, dass wir eine Demokratie haben. Übrigens, wenn du das so nachforschst, in anderen Selbstgesprächen spricht dir hier sein Hakenkreuz an. Sagt er, das hat überhaupt nichts zu tun mit Nazi. Er ist tief, gläubig, hinduistisch geprägt. Das ist ein heiliges Zeichen. Das findest du auf jedem Tempel in Indien. Oder mach mal Urlaub in Mauritius. Da hast du viele kleine Tempel. Da sind die ganzen Gartenzäune von Privathäusern sind mit Hakenkreuzen vollgeschmiert. Auf Bali jede Autonummer. Überall sind die Hakenkreuze drauf. Das war's keiner. Das ist so bei uns wird schon der Buchstabe Z verboten. Ja, ja. Du lebst zurzeit. Ich habe den Wahnsinn deiner Elite habe ich hochgeschraubt bis ins fast Unerträgliche, ja. Bis man das Kreuz auf sich nimmt, auch das Hakenkreuz. Man kann sagen, es tut mir leid, wenn jemand stirbt, weil du selber nicht sterben willst, weil du Angst davor hast, weil dir jemand was erzählt hat. Was ist Sterben? Ich kann nicht Sterben als Auflösung definieren. Sterben ist schlichtweg SD. Wir wissen, das haben wir viele verschiedene S. Da kommen wir dann gleich zu mal einigen nochmal dazu. Das ist einfach das erste Mal raumzeitliche Erscheinung oder raumzeitliche Spiegelungen mit der 9 gelesen. Gefällt mir das besser? Erben. Und R heißt ja erweckt, erwacht und Ben heißt ballare Existenz. Das ist der Sohn. Der Sohn wiederum, es gibt nur einen Gottessohn, das ist der Adam. Und der Adam ist Denker und Ausgedachtes. Es ist ein Symbol für einen träumenden Geist. Wir können natürlich auch die ballare Existenz nehmen, Wellenberg und Wellendal. Aber es gehört immer untrennbar zusammen. So wie der Wellenberg zum Wellendal gehört, gehört auch das Hell zum Dunkel und der Denker zu den Sachen, die er sich denkt. Und du lebst halt in dem Wahn, dass du meinst, du hast nicht das Geringste mit dem, was du dir denkst, zu tun. Was hast du schon zu tun mit deiner Erdkugel oder deinem heliozentrischen Weltbild? Ich sage, du bist der, der das erschafft. Du bist Gott. Und zwar in dem Moment, wo du das jetzt dir denkst und dann vielleicht sogar ausdenkst und das zweite Gebot brichst und dir ein Bild von, was du da oben im Himmel machst, das du noch nie mit eigenen Augen gesehen hast, weil das kann man mit eigenen Augen nicht sehen. Das ist nämlich schon im makrokosmischen Bereich. Ja. Alles, was du an Vorstellungen, makrokosmisch, Mikrokosmos und Vergangenheit, die du nicht selbst da du jetzt natürlich erlebt hast, nur zurückgedacht, ist komplett austauschbar. Und du wirst feststellen, 99,99% deines Wissens ist geistlos nachgeäffte Vorstellungen. Hätte man die anders programmiert, die Computer, würde eine andere Datei in deinem Arbeitsspeicher sein, würden komplett andere Bilder in dir auftauchen. Because you're afraid of dying, because somebody told you something? Von mir aus braucht nichts und niemand zu sterben. Das wäre doch was. Und was heißt Tod überhaupt? Alles, was existiert, ändert sich von Augenblick zu Augenblick. Das ist eine ewige Verwandlung. Existierendes ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Vom Säugling bis zum Greis in Bezug auf Trockennasen auf. Das gilt aber für jeden Gedanken. Schau einfach jetzt einmal vor dich hin auf den Monitor, dann dreh den Kopf um 90 Grad, dann löst sich der Monitor auf. Wenn du den nach rechts schaust, dann hast du ein ganz anderes Bild auf deiner VR-Brille, wie wenn du nach links schaust oder nach oben schaust. Was sich dabei nicht verändert, ist der, der diesen ständigen Veränderung seiner Informationen erlebt. Und der ist was Rotes.
Weil in dem Moment, wo du dann sagst, das bin ja ich, ist das ja auch schon wieder ein Gedanke, der mit dem nächsten Gedanken zerstört wird. Genau. Darum wiederhole ich das Gebetsmenhaft, und solange du das nicht wahrhaben willst, wirst du leiden. Soll ich das wissen? Muss ich jemand in diesem Spiel sein? Ich bin ja. Du, Geistesfunk, musst in dem Spiel genau der sein, an den du denkst, wenn du jetzt an dich denkst. Du hast diese Rolle zu durchleben. Und das Schöne ist, du kannst das auch bewusst durchleben, mit meinem Holo-Feeling wirklich installiert ist. Ist der Gedanke an dich selbst absolut ein Gedanke, wie an jeder andere Gedanke auch. Genau. Der ist für dich nicht mehr wie ich dicker, sondern er ist wie ich dick. Er ist immer im Zentrum einer Information, die sich ständig umformt, wo du weißt, der absolut innerste Mittelpunkt ist das absolute Nichts, der Urknall, bevor er geknallt hat. Ja. Und das Universum, das dich einhält, du bist dieses Uni. Wir sind es. Uni, rot gelesen, verbunden sein der Gott, der mit allem verbunden ist. UP, El Hayom, Gott das Meer. Das all seine Gedankenwelt ist. Irgendwie da hineingeraten, egal ob ich eine Rolle spielen wollte oder nicht. Jetzt hänge ich damit fest. Jetzt muss ich der Manson-Typ sein, den jedermann für sich geschaffen hat. Jetzt muss ich der Manson-Typ sein. Und den jeder so sieht und hasst, wie er. Der Menschensohn hat zwei Seiten. Es gibt auch einen anderen Menschensohn, den lieben sehr, sehr viele, die nennen den Christus. Ich muss dieser verdammte Menschensohn sein. Ich muss der Rido Oberhänsli sein. Ich muss der Udo Betscher sein. Ich muss der sein, an den ich jetzt denke, wenn ich an mich selbst denke. Aber bin ich das oder ist das bloß ein Gedanke von mir? Aufbauend auf den jetzigen momentanen Schwammhinhalt, auf den Intellekt, den ich zum Denken benutze. Erwin. All the perspectives that they want me to be and hate me to be. Manson hat viele Gesichter. Der Menschensohn hat viele Gesichter. Wahrheit manchmal auch. E-Quadrat Sicht er. Ebenso die Lüge. Worum ging es? Krieg, Bruder aus dem Knast, Helter Skelter. Warum sind die Toten tot? Was war? Lass die Toten, warum sind die Toten tot? Warum sind es so viele? Weil das eine ewig ist, nicht denkbar ist. Die Vielheit beginnt mit zwei. Und es ist eine Welle, und sobald du die zwei denkst, den Unterschied denkst, ist es schon vergänglich, fängt es schon zu rollen an. War das für eine psychotische Episode? Und alle sind irgendwie Opfer, alle haben verloren und nichts ist verheilt. Ein Dichter hat mal gesagt, es gibt einen Fluss und der heißt Wahnsinn. Und die Blätter, die mit ihm fließen, heißen Wahrheit. Man muss nur die Blätter ans Ufer holen. Aber es sind viele und der Fluss fließt schnell. Du merkst, wie das plötzlich umkippt. Dass der Manson, übrigens der Marilyn Manson, den jetzt die Neueren, der Musiker, den wir uns jetzt aufgrund des Namens Marilyn Manson ausdenken, der hat seinen Namen, seinen Künstlernamen angelegt an diesen Manson. Und jetzt macht das oberflächlich, dir muss klar sein, ich denke mir jetzt Menschen mit einem Geist hinter der Maske auf, die sehr unreif sind, schon diese Schreibweise bei vielen. Und nimm dich doch selbst, wenn du jetzt das erste Mal Holofeeling siehst, wie genau beschäftigst du dich mit dem, obwohl das Rot-Blau-Lesen jetzt hier mit den kleinen Tipps immer noch mit dem Wort eindallen, so viel aussagt. Ein Geist ist vom Ichubismus all, das ist einmal ein Nichtsein, ein Gottsein, der Le-E, und da wissen wir jetzt, das blaue Licht, wird mit 70 gelesen, wird zu Augenblick. Von dem selbst ausgedachte Menschenaffen rollen, das ist jetzt das Klassische, auch selbst durch generierte Kollektionen sind auseinandergeschmissene polare Existenzen. Und er, das heißt ich, in dem Moment, wo ich eine Rolle spiele, werde ich zu diesen Protagonisten spielt. Im eigenen ewigen Leben, und das habe ich jetzt, unser Licht ist E-Quadrat, die Energie in der Einstein-Formel ist ein reines Im-Sein. BN, rot gelesen. Alle selbst ausgedachten Rollen in sich selbst spielen. Jetzt habe ich hier einen kleinen Auszug, weil das immer, die Sätze sind ja immer die gleichen, aus der alten Update-Seite. Mach, das heißt vom Bruder, hebraisiert, Aleph, Chat, dir bewusst, dass normale Menschen, blau gelesen, Trockennasenaffen, unbewusste Trockennasenaffen, bei ihren Erklärungsmodellen von Wissenschaft, Politik, Zeitgeschichte und Religion ständig auf eine de facto hier und jetzt ausgedachte angebliche Vergangenheit zurückgreifen. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Jesus wurde vor 2000 Jahren gekreuzigt.
Du äffst nur noch. Kannst du es beschwören, das eine wie das andere? Darum wiederhole ich immer dieselben Sätze. Weil wenn du selbst ehrlich bist, wenn ich sage, schau verdammt noch mal in dich rein, was du glaubst. Und jetzt sage ich, schnipp, und jetzt denk an die Sonne. Glaubst du jetzt, wenn du hier auf deine Farbbrille schaust, dass diese Bilder von der Sonne beleuchtet werden, die du dir jetzt ausdenkst? Siehst du die? War die ganze Zeit da? Wenn diese Lämpchen auf einer Farbbrille von einer Sonne beleuchtet, die von diesen Lämpchen einen kleinen Bereich ausmachen? Das ist es Verrückte, dass ich immer ein altes Beispiel rede, du kennst das. Wir gehen in ein normales Kino, in ein Projektionskino, ja, und du siehst eine wundervolle Landschaft vor dir. Meinst du, dass diese Landschaft von der Sonne beleuchtet wird, die du von hier auf der Leinwand siehst? Meinst du, dass die Ursachen ist für die Schatten, wo du siehst? Das ist jetzt noch ein älteres zweidimensionales Beispiel. Dasselbe kann ich jetzt aufbauen auf die Farbbrille. Du hast die Farbbrille auf in Fotorealistik. Nochmal rein technisch, jetzt normal gesprochen, es gibt, der technische Stand der Farbbrille hat die Pixelauflösung vom menschlichen Auge. Das heißt, du kannst mittlerweile eine Farbbrille aufsetzen, von wo du nahezu keinen Unterschied mehr siehst, fast keinen Unterschied mehr siehst, wie wenn du jetzt normal gedacht aus deinen Augen rausschaust. Ja. Schau mal bitte das kleine Pixelbildchen an. Mhm. Wenn du dir jetzt Folgendes vorstellst, du schaust jetzt in den Raum rein, in dem du dich befindest. Ich mache es jetzt einmal so. Und dann habe ich das Bild, habe ich diese sinnlich wahrgenommene Information. Und in dem Moment, wo ich eine solche Farbbrille aufsetze, ist es minimal mit der Brille, wir gehen einmal davon aus, es wäre jetzt keine normale Sichtbrille mit irgendwelchen Dioptrien, sondern mit normalen Gläsern, ändert sich da fast nichts. Das heißt, die Information ändert sich nicht, wenn du die Brille, diese VR-Brille aufsetzt, obwohl du jetzt eigentlich wissen solltest, dass hier Schluss ist. Genau. Dass das ein Konstrukt ist, das auf zwei flachen Bildern aufbaut. Ja. Drum ist das übrigens zurzeit in deinem Traum. Die Wirklichkeit ist nochmal ganz anders, die kann ich dir nicht erklären. Weil du kannst nicht von unten nach oben sehen. Ich kann nochmal, wenn ich sage, solange du ein Basic-Betriebssystem laufen hast in einem Computer, kann ich nur mit Dateien und Erklärungen arbeiten, die von Basic-Logik angefasst werden kann. Ja. Das ist mein Alterssprung von Basic zu Windows. Das heißt, da, wo ich dich hinführe, bist du in so einem komplexeren anderen Bereich an Wahrnehmungsfähigkeit, der deine jetzige Vorstellung von Möglichkeiten wirklich um geistige Welten überragt. So, also das sind nur ausgedachte Sachen. Dass das angeblich Zurückgreifen, in der angeblich dieses oder jenes passiert, entdeckt oder erfunden wurde. Vor 200 Jahren wurden die Wassermoleküle entdeckt. Was ist das für ein geistlos nachgeäfftes Zeugs? Oder die elektromagnetische Strahlen anhand von Berechnungen. Hat er elektromagnetische Strahlen entdeckt. Die ganze Quantenmechanik, die ganze Hochphysik ist geistlos nachgeäffte Hirnwichserei. Hat aber einen tiefen symbolischen Sinn. Immer dran denken, du wirst von mir nie hören, dass irgendein Spritzer, ein Gedankenelement, das jetzt in dir auftaucht, unwichtig wäre. Auch der Marilyn Manson, Entschuldigung, der Charles Manson. Diese Geschichte hat eine extreme Tiefe, die mit Moral nur vollkommen einseitig ausgelegt wird. Bis du einmal vollkommen wertfrei zuhörst und sagst, hey, das ist ja hundertprozentig sicher, was der sagt. Mhm. Das ist ja der absolut, der Nicht-Wahnsinn innerhalb dieses Wahnsinns. Mhm. Okay? Das, was ich jedoch nur vom Hörensagen kenne und darum auch nur mit einem Meineid beschwören könnte. Hör auf, an Meineid zu schwören. Halt alles für möglich und du wirst feststellen, du musst nicht einmal mehr was für möglich halten. Das Cut, um das nochmal zu erwähnen, heißt nicht, das will ich nicht, sondern Cut ist eine Notbremse, wo du dir absolut, ich benutze mal das Wort brutal, wo du dir brutal bewusst machst, was ist jetzt für eine Information da, jetzt in diesem Moment. Und dann wirst du immer feststellen, du hast Reizauslöser, du hast jetzt eine Lautsprecherstimme mit deiner Interpretation, du hast Pixelmännchen oder einen Monitor vor dir, aber das meiste, was du mitkriegst, ist eine ständige Interpretation. Du interpretierst und filterst ohne Ende diese Grundinformationen, veränderst aufgrund dieser Reaktionen ständig deine eigenen Informationen. Und was dich total blind macht, ist zum Beispiel Angst. Angst, Recht haben, Feindbilder, das macht dich total, dich Geist total blind. Und täglich grüßt der unbewusste Zweite in dir selbst. Was meine ich mit dem unbewussten Zweiten? Die Geschichte vom ersten Zweiten. Ich bin der Erste.
Alles, was ich dir sage, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, kannst du sofort auf der Stelle überprüfen. Es geht hier nicht um einen blinden Glauben, etwas glauben müssen, mach dir bewusst, was jetzt hundertprozentig sicher da ist. Mhm. Der zweite, das sind deine Wissenschaftler, das sind deine geistigen, auch religiösen Vorbilder, auch ein Jesus. Egal was, was du nachäffst, aber nie wirklich in der Tiefe verstehst. Die behaupten Sachen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, zu 99,9%. Das gilt für alle religiösen Menschen, das gilt die Behauptungen von religiösen Menschen, die Behauptungen, die, wenn dir was von Chakren erzählen, die esoterischen Menschen, die Physiker ja sowieso, vom Mikro- und Makrokosmos, die Geschichtsmenschen, Philosophen, die dir permanent was von der Vergangenheit erzählen, ein Kirchhoff, der dir sagt, was der Sokrates gesagt hat, oder der Hegel, oder der Schelling, wie auch immer. Die äffen doch alle nur nach. Ja, so. Vorstellungen auf, die sie sich in die Vergangenheit denken. Genau. Das machen wir nicht mehr. Wir schauen, was jetzt da ist. Einfach nur Worte. Worte, nur Worte. Immer nur Worte. Schau dir vorher in Selbstgesprächen die schönen Lieder über die Worte an. Ja. Was machst du aus den Worten? Du machst aus Worten was ganz was anderes wie andere. Das, die Aufbau einer Information, und jetzt kommt das Schöne, so oft zieh dir das Beispiel aus dem Weißenburg-Vortrag. Du hörst, wir sind, ich sage mal jetzt Brösel und der Brösel, 200 Mann in einem Saal und dann sagt der vorne auf der Bühne, sagt, schließ einmal deine Augen. Jetzt denken wir uns aus, dass da 200 Mann diese Worte, jeder für sich die Worte hört. Nein, es hört nur ein einziger. Es gibt nur einen einzigen Geist, der träumt und nur dieser träumende Geist erfährt diese Information. Jetzt ist aber das Problem, dass er alles, was er hört, sofort interpretiert. Das heißt, wenn du Geist die Worte hörst, schließe mal deine Augen. Unabhängig davon, ob du jetzt die 100, 200 oder 500 Menschen um dich herum denkst, wirst du an einen ganz bestimmten Körper denken, nämlich an den, mit dem du dich verwechselst. Aber an den Körper, an den du denkst, wenn du an dich denkst, das bestimmte Programm, das in dir läuft, du bist eigentlich ein Computer. Das ja. ist, da bin ich so oft drauf eingegangen. Und jetzt stell dir vor, du stehst bei dir daheim in der Küche und du stehst vor dem Kühlschrank. Dann tauchen, wenn 200 Programme 200 verschiedene Kühlschränke auftauchen lassen. Ja. Für denselben Geist. Das ist ein Spiel, die muss ich jetzt machen, nicht, dass uns das rausschmeißt. Okay, jetzt haben wir hier so ein Spiel. Und jetzt habe ich hier nochmal eine Badadute, 35 unendlich, die 00 kannst du als unendlich setzen. Das Begehren des göttlichen Wortes, da hören wir uns gar nicht rein, du kannst es sehr gewissenhaft, nimm dir die Zeit und du wirst feststellen, ich reiche dir zurzeit die Hand. Mit solchen Sachen, du kannst euch sagen, religiöses Geschwätz und sofort weglexen, dann ist es auch in Ordnung. So, und dann habe ich hier einen richtig schönen Blues, den kannst du auch anhören und das war es eigentlich schon. Und jetzt wollte ich das eigentliche Spiel und jetzt machen wir ein bisschen wirklich in die Tiefe gehen von der Sprache. Und zwar springen wir rein in den Prediger, das Buch Kohlet und da haben wir hier schon Eitel, alles ist eitel. Das ist mit, wenn ich immer sage, eins der Besten, die sind alle genial, da wird dieser ständige Wechsel deiner Informationen beschrieben. Jetzt ist natürlich, man muss immer wieder wissen, diese Eitelkeit, das ist jetzt die Luther-Übersetzung. Elberfelder, wir springen da gleich einmal rein, wirst du feststellen, ach, die kann man gleichzeitig machen, wirst du schon Kleinigkeiten hier mitkriegen, da geht es dann schon los. Elberfeld-Übersetzung, Nichtigkeiten alles Irdischen, alles ist eitel. Wort des Predigers, des Sohn Davids, des Königs in Jerusalem, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Mhm. Wenn wir das Deutsch machen, kann ich jetzt lesen, nicht IG, kein göttlicher Geist. Ja. Und kein Eid wissen wir, wenn wir das hebraisieren, heißt es wie buchstabiert. Jawohl. Es ist nicht der göttliche Geist, sondern das ist, wie du das buchstabierst und einseitig auslegst. Genau. Du merkst jetzt schon, dass das Deutsch und das Iwi, Deutsch, die Gottessprache, meine Vatersprache, untrennbar zusammengehören. Es ist alles ganz eitel. Jetzt ist natürlich interessant, was für ein hebräisches Wort steht da. Und das können wir uns ganz einfach anschauen.
die Worte des Predigers Eitelkeiten. Das ist jetzt die Elberfelder Übersetzung. Und da wirst du feststellen, das beginnt mit dem Wort Hebel. HBL. Und dieser Hebel, das ist der Abel. Ja. In der Bibel. Interessant, jetzt habe ich eine Unschuld, die nehmen hier praktisch den Buchstaben H, B, L, H, B, L, und da ist ja nur dieses, ist ja nur der Hauchlaut, bleibt dann bloß das in der Übersetzung, jetzt in der deutschen Übersetzung des Abel über. Jetzt, wenn ich aber weiß, dass ab als 1, 2 gelesen, Vater heißt, als Av ausgesprochen, das Aufblühen und L ist Gott. Ich kann aber das auch mit der 70 schreiben und dann ist es das Joch, das hochgehoben wird. Ja. Der Abel ist aber der Vater, aus dem das herausspringt. Und dann haben wir hier auch den Dunst. Du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Und dann haben wir jetzt das Nichts, die Nichtigkeit und den Wahn. Mhm. Und das ist jetzt sehr, sehr, darum ist es die Nichtigkeiten. Wie man hier auf die Eitelkeit kommt, da müsste man wissen, dass das Ganze ein Fantasieren ist. Ich springe da mal, wir machen mal das H. Da kommen wir dann gleich übrigens nochmal dazu. Dieses HSH. Da haben wir das Fantasieren des Wachträumen. Mhm. Hasa ist eigentlich auch der Darktraum. Und das ist das Wort dieser, dieses, dieses da, dieses, dieser, alles was aus dir, es spritzt etwas heraus. Denk immer an die Metapher, du bist immer, du bist der, der immer ist und deine Gedanken werden spritzen aus dir heraus, dann die ganzen Spritze, die gießt. Das ist das, was du ausdenkst, was du vor dich hinträumst, was du fantasierst. Mhm. Das habe ich tausendfach erklärt. Wichtig ist, dass man hier diese kleine, auch die Kurzform mal hier weglässt, dass dieser Abel, dieser Hebel praktisch auch der Dunst ist und das führt dich zum Adam. Ich will da nicht so weit reingehen. Und dieser Adam heißt jetzt erst einmal der Rode auch. Mhm. Und da kommt jetzt unten, ich bin ruhig, still und müßig. Mhm. Schweigsam. Das hängt da damit zusammen, dass das Aleph auch ein Vorsilbe sein kann im Hebräischen, nämlich ein Imperfekt, was dann heißt, ich kann, ich werde, ich soll eigentlich, heißt es nicht, ich bin, sondern ich kann, ich soll in mir ganz still werden, ganz schweigsam werden. Das ist die Stille, die die Esoteriker, wenn sie sich in die Stille meditieren wollen, dass sie weg sind. Mhm. Nein, du musst ganz präsent da sein, indem du ein Beobachter wirst, der das, was er beobachtet, und du kannst nur deine eigenen ständig wechselnden Informationen beobachten, dass er das nicht mehr kommentiert und nicht anders handelt, wie es ist. Ja. Das heißt, wenn ich mich dabei beobachte, dass ich mich über irgendwas aufrege, das ist ja meine Information von meinem Brösel, will ich das nicht anders haben. Ich liebe dieses Feindliche, weil ich jetzt mich heilen will. Ich brauche Plus und Minus. Und darum ist in den Adam, der äußere Wert, jetzt ein ausgedachter Adam. Das ist die 45. Ja. Okay, und dieses Damm selber, wenn wir das jetzt nämlich so machen, das ist nämlich das Schweigen. Da kriegst du jetzt erst einmal Schweigen still. Und da wird es jetzt schon interessant, weil das Blut, das haben die dann, dieses Blut, Blut heißt in einer Hülle stecken. Ja. Das, was lernt, ist die Hülle. Das sind deine Informationen. Du im Zentrum bist aber absolutes Schwa, ein Nichts, ist dein eigenes Geschlossensein, eigene Idee. Ja. Wir können das dann natürlich immer wieder 4 Seiten, 16 Seiten, das ist das eigentliche 44, das eigentliche Kind. Kann ich sagen, hieben, hieben 4 und trieben 4. Ja. Diese 4, 4, wenn wir Waff reinmachen, aber das wird jetzt wieder zu weit führen. Was mir wichtig ist, dass hier die ersten zwei Silben von dem Adam ist jetzt der Dunst. Du kriegst jetzt hier in einem gewissen Maß, was ich mir warne, hier bei dem Hebel. Das ist der eigentliche Adam, der Geist im Adam, das Männliche. Der Hebel, der vom Kain erschlagen wird, der dann unstet und flüchtig wird. Das ist dann der, der in einer Traumwelt als Avantarum läuft, ja, weil er unbewusst ist, aber sich letztendlich als Geist, bewusster Geist, in Bewegung setzt, weil er nur die Bilder, die ständig im Hier und Jetzt die Bilder in sich austauschen. Ja. Das alles steckt hier im Kleinen schon mit drin. Das ist eine absolut perfekte Beschreibung. Welchen GW in? Interessant. Gewaff heißt das Innere. Ich kann jetzt sagen, der GE, GE-Quadrat, den können wir wegmachen. Gewaff. Das ist das Innere. Ja. Ein innerer Körper, könnte ich sagen. Weiß ich alles. Es sind ja immer deine Informationen.
Ich bin die absolute Synthese all meiner Geistesfunken und ihrer Gedankenwelt. Das ist dieses Nihilo, das ich immer wieder erwähne. Aber ich wollte eigentlich jetzt ganz gezielt mal auf den Vers 9 runter. Das, was war, ist. Das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und jetzt mache ich ja mal Cut. Ich sage jetzt, warte, wir denken uns in das Jahr 1945. Hm. Denk jetzt, deine Schwamminhalt, was man dir erzählt hat, wie böse und schlimm die Nazis waren, was die gemacht haben. Und jetzt denkst du dich in das Jahr 2022. Und du wirst feststellen, die Presse macht nichts anderes wie 1945. Genau. Ob das Corona ist, ob das jetzt der Krieg ist, es ist höchst manipulativ, einseitig. Alles, was du zurzeit an Zeitung, an Fernsehen, egal ob öffentlich-rechtlich oder Privatfernsehen, ist absolut in Deutschland einseitig ausgelegt. Es ist extrem manipulativ und du klebst an diesen Aussagen der Bild-Zeitung, an dem ganzen Zeug, was man dir erzählt, kannst du es beschwören, nur mit Meinheit. Und du verwirklichst es in deinem Kopf und erschaffst damit deine eigene Hülle. In dir selbst, weil du anfangen solltest, irgendwann einmal zuerst einmal das erste und das zweite Gebot zu halten. Da außen ist nichts, du träumst jetzt. Und du bist der Einzige, der das erlebt, was du denkst. Du bist der Einzige, der deine eigenen Interpretationen von Worten erlebt. Du bist der Einzige, du Geistesfunken, bist der Einzige, der das erlebt, was du in dir selbst als Informationen durch geistloses Nachgeäfte und einseitige Moral in dir verwirklichst. Das ist diese göttliche Gerechtigkeit, auf die ich dich hinweise. Hodu-Feeling ist komplett anders wie alles an Religion und Esoterik, was du bisher gehört hast. Es ist allumfassende Liebe. Okay, aber die Schwierigkeit, die hier passiert, das ist übrigens wieder die Erreis generiert. Es wird wieder und wieder, habt ihr denn von eurer Vergangenheit überhaupt nichts gelernt? Diesen Hass, diese Rechthabereien in euch. Es ist richtig gruselig, wie viel Scheiß muss ich dir noch einspielen, bis du sagst, so ein alter Satz vom Udo tausendfach wiederholt, so dumm können doch Menschen gar nicht sein. Ich sage, Menschen sind nicht so dumm, wenn du den Mensch als Adam setzt. Affen sind so dumm, die geistlos nachäffen. In ihren Rechthabereien und in ihren Gutmenschen dumm. Die Gedanken von sich, die sie jetzt denken, retten wollen. Ist es so schwer zu verstehen, dass du eine momentane Information, Mom, die jetzt in dir fehlt, weil du sie dir ausdenkst, dann vielleicht noch über deine Information hinausdenkst und dir einredest, das, was du jetzt denkst, ist da außen auch dann, wenn du nicht dran denkst. Ist das hundertprozentig sicher? Das ist Geschwätz vom Zweiten. Nicht vom Ersten. Der Erste sagt, das ist deshalb, weil du es jetzt denkst. Und sobald du an was anderes denkst, ist es wieder weg. Das ist die Erlösung. Stimmt oder stimmt? Ja. Und das Ganze ist natürlich so eine Sache, dass wir hier mal das Schweigen nochmal anschauen. Das will ich jetzt etwas genauer noch anschauen. Das ist jetzt ganz interessant. Wir haben Schwa. Ist definitiv diese Radix Schwa. Shin, Waf. Das ist das Nicht, die Nichtigkeit des Nichts. Das absolute Nichts. Rot gelesen. Einfach ein Logos, in dem das verbunden ist. Und in dem Moment, wo man was verbunden ist, kein Unterschied mehr da. Und im Logos ist alles in sich eins. Es ist der Urknall, bevor er geknallt hat. Und dann haben wir natürlich auch ein logisch aufgespanntes, das Schwablau gelesen. Und dann kriegst du natürlich plötzlich das Eitle. Darum ist es hier eitel. Eine Lüge. Ja. Ein Trug. Und das Ganze macht dich dann unheil. Die aufgespannte Existenz ist aber immer heil. Ja. Weil eine aufgespannte Existenz eine Gedankenwelt ist, wenn du das weißt, wirst du die eine Seite nicht von der anderen trennen. Du wirst nicht sagen, jetzt ist es hell und es wird wieder finster oder es war finster. Weil alles, was du denkst, kannst du bloß jetzt denken. Auch das ist überreichlich genau erklärt. Okay, wieso ich jetzt auf dieses Schwa genauer drauf eingehen will, da heißt es hier Schweigen. Immer an den Adam denken. Ich werde schweigsam, ich werde still, ich schaue nur noch, ohne das, was ich jetzt erlebe, ein Zustand des reinen, unschuldigen Schauens, der die kompletten Informationen, auch die eigenen Wertungen erlebt. Darum wiederhole ich immer wieder, Cut heißt, du schaust, was jetzt da ist, sinnlich wahrgenommen auf der VR-Brille. Und als Interpretation, weil du kannst den Moment ja nicht festhalten, du wirst ständig was denken, selbst wenn du schaust, was soll ich jetzt anschauen, wo soll ich hinschauen?
Das sind schon wieder Gedanken, wenn du das in dir selber machst. Das Spiel beginnt eigentlich schon in Ich bin du, wenn ich sage, jetzt denk an deinen Körper, setz dich hin, mach die Augen zu und halt die Luft an. Und jetzt werde der, der einfach mal schaut, was sich in dir abspielt. Dann sitzt du vielleicht da und sagst, bin gespannt, wie lange ich das aushalte. Ich mache jetzt einmal, das sind dann deine Gedanken in deiner Stimme. Oh, jetzt wird es aber eng, recht lang schaffe ich das nicht mehr. Und du wirst es, und dann da baut sich ein Gefühl plötzlich auf, dieser Luftmangel, ich muss ja atmen. Oh, jetzt wenn ich jetzt nicht zum Atmen anfange, dann wirst du irgendwann wieder zum Atmen anfangen. Und dann tut dir das gut. Aber der Witz ist, irgendwann wirst du dann was ganz was anderes denken. Und ich frage dich, atmest du dann eigentlich noch, wenn du nicht mehr ans Atmen denkst? Hast du jetzt die ganze Zeit geatmet? Jetzt denkst du dir Vergangenheit aus und dann wird deine Logik dir aufzwingen. Selbstverständlich, sonst hätte ich das ja nicht so lange ausgehalten. Ist alles unheimlich logisch, aber es ist vollkommen geistlos eine Gefängnislogik, in die du dich selber einsperrst. Ich biete dir die absolute Verwandlung zu einem ewigen Geistwesen. Und dabei wird sich oberflächlich an deinem jetzigen Traumleben, an deiner Rolle überhaupt nichts verändern. Du weißt bloß, ich bin nicht diese Rolle, ich bin nicht dieser Körper. Ich bin meine Informationen. Darum sage ich, der erste Schritt ist, dass du, wenn du an deinen Körper denkst, weißt du, dass jeder Moment, der in mir auftaucht, ein kleines Puzzlestück von meinem Körper ist. So wie wenn du jetzt an deinen Körper denkst, ganz gezielt sagst, diese Hand, dieser Finger, dieses Blut, diese Lunge, dieses Herz, diese vielen Einzelteile, die du dir jetzt in deinen Trockennasen auf dem Körper hineindenken kannst oder anders ausgedrückt, was du glaubst, aus welchen Einzelteilen ein Trockennasen auf dem Körper aufgebaut ist, weil dein Programm, deine anerzogene Matrix, dein Intellekt dir zurzeit diese Vorstellung aufzwingt. Okay? Das ist also zum Schweigen bringen. Das Ei ist natürlich die E-Quadrat, ist Gott. Da gibt es zwei Götter. Einen Vollbewussten, das bin JCH, das bin ich. Und einen gespiegelten, darum haben wir ja auch hier diese 9, das sind in unseren Buchstaben, schau, wir haben hier eine 9, das ist die 9, ist es Tät, das ist es praktisch das Ich und die 10 auf der nächsten höheren Ebene, das ist es J. In unserem Alphabet, schau, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ja. I ist das Ich mit dem I. Ja. Das ist aber nur eine Spiegelung, ein Intellektuell. Und dieses J ist das wirkliche I. Ja. Das ist unendlich tief verwoben. Nochmal, das ist eine Matrix. Wieso ich dir das jetzt zeige, wir schauen mal die stilllegen Lemmen. Erst wenn ich Geistes von meinem geistigen Mittelpunkt gefunden habe, das ist das ewige Hier und Jetzt. Und da bin ich das absolute Zentrum wie eine atmende Kugel. Wo sich immer wieder was die Wellen, die jetzt hier simple zweidimensionales Beispiel ist eigentlich, es baut sich um mich eine Peripherie auf und das Atmen, das ist der eigentliche Atem, den ich einzig hier und jetzt in mir selbst finden kann. Von innen nach außen muss führen der Weg. Mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. Werde ich in mir aufhören, nach mir selbst zu suchen. Du musst nicht nach dir suchen, dann hast du verstanden, was du bist und was deine Peripherie, was deine Gedanken, deine Informationen sind. Jetzt kann ich Geistesfunk, den absoluten Geist in mir verstehen, der in mir spricht. Hallo, Kleiner, ich bin du. Das würden wir jetzt natürlich mit Ain eher schreiben. Ja. Das sind ältere Einträge. Aber jetzt pass auf, jetzt gehen wir ein bisschen in die Grammatik hier rein und dass du das einmal siehst, der Pyramidenwert von diesen Zahlen werden. Das ist 18, die 2 Nullen machen mal zu Unendlichkeiten, das heißt, seit ich bin unendlich. Ja. Der volle Wert ist die rote 900, wir können auch den Spiegel setzen, die rote 9, immer hier in dem Spiel spielen die 1er, 10er und 100er Werte im Großen und Ganzen keine Rolle, die kannst du austauschen. Da müssten wir jetzt die Holo-Arithmetik sich reinschauen, ich mache nochmal mein altes Beispiel, das ich so oft gesagt habe, wenn wir uns die Reihe 440, 400 anschauen, 4, 40, 400. Dann wirst du feststellen, die 4 steht für grob für eine Öffnung. Wollen wir die jetzt eingeben? Blau gelesen. Blau gelesen, eine Gestaltwerdung, eine Erscheinung. Das heißt, es muss sich was öffnen und sobald sich in dir was öffnet, ein Gedanke öffnet, wird es zu einem Mem, zu einer Gestaltwerdung und diese Gestalt ist eine Erscheinung. Genau. Ob ich jetzt das, was du anschaust, eine Öffnung nenne, eine Gestaltwerdung oder eine Erscheinung, ist eigentlich dasselbe. Es steckt rot gelesen, heißt es geschlossen, das Meer selber immer sein, immer Meer sein.
Das ist die rote Hälfte. Darum kannst du das austauschen. Das heißt, wenn ich jetzt den vollen Wert nehme, kann ich die 9 lesen. Dann ist es der Spiegel. Und mit der Symbolik und die 900 ist der Geburtsgeber. Ja. Das Endsorge. Ja. Zeig dir schnell. Zade. 18. Buchstabe, das bin ich. Ja. Der 18. Buchstabe. Ist die Zahl 90 als normaler Wert? Und der Geburtsgeber, der absolute Geburtsgeber. Mhm. Das ist jetzt hier nicht, das ist jetzt verkehrt, weil das ist aber im Programm, müssen wir da nachbessern, ist aber nicht so wichtig, weil als End, Totalwert wäre dann das Endsorte, das wäre dann praktisch die 900. Mhm. Okay? Und jetzt pass auf, wenn man das weiß, das spielt, dann habe ich hier, der Geburtsgeber ist der Sohn. Mhm. Der verborgene Wert ist die 100, der eine entweder oder die 100 oder die 10. Aber wir setzen mal die 100, das ist ja die 100, ist der wirkliche Mensch rot gelesen, können wir ganz kurz machen. Das ist der Mensch, das Gotteskind oder eine Affinität, der Affen, der Primat, der Mensch. Ja. Der Affe. Das ist jetzt die 100 als Affinität, als Affe. Das ist ja dann das Ausgeschriebene, was heißt der Kopf? Das ist der Affe UB. Der Affe UB. Das ist das hebräische Wort für Affe, ist auch der Name für das Zeichen 100. Der 19. Buchstabe ist eine göttliche oder eine intellektuelle Spiegelung. Da haben wir die Affinität schon mit drin in der 19. Du weißt, Martin, das wird so perfekt in jeder Kleinigkeit, wo viele sagen, das ist göttlich. Das ist jetzt praktisch der Affe als polare Existenz oder der Sohn, der wirkliche Mensch. Der Geburtsgeber ist der Sohn und der wirkliche Mensch verborgen in dir ist auch der Sohn. Äußerer Wert ist 800. 800 ist es P. Springen wir ganz kurz rein. Dieses P. Und das ist jetzt hier die absolute Weisheit. Denk an unser Pi und das Wissen. Ja. Blau gelesen. Das ist immer eine Facette aus der Weisheit. Das Spiel haben wir hier schon in einem gewissen Maß drin hängen. Schau, jetzt geht es weiter. Dieses, bist du Totalwert, die Weisheit? Oder bist du bloß Wissen? Ja. Wenn wir das jetzt auch nicht schauen, uns mal diese zwei Hälften im Schweigen an. Die erste Hälfte ist Shit. B. Rashid. Es ist eine Erhebung. Ein Fundament, ein Gefäß, eine Grundlage. H intern, die Quintessenz, die Wahrnehmungen sind intern. Mhm. Das kann aber in dir ist auch Lärm, hinlegen, stellen, dieses Beroshit inmitten dieses Kopfes von Himmel und Erde, aufgebaut, hingestellt, erschaffen. Pyramidenwert ist die 1000. Die 1000 ist das hebräische Aleph als Elef ausgesprochen. Ja. Und das ist jetzt der äußere Wert, da haben wir jetzt dieses Sein, die Grundlage. Interessant ist, bei unserem F unter, jetzt müssen wir das Latein dazu nehmen, wir können natürlich aufgespannte Existenz ist der geöffnete Augenblick. Ja. 470, die aufgespannte Existenz ist der geöffnete Augenblick und dieser geöffnete Augenblick ist lateinisch la t, eine auseinandergeschmissene Erscheinung, ist eine Welle. Ja. Und das ist ment, getrennt, mentior, lateinisch sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Ja. Und d, heißt, von wo, woher, woher kommt es eigentlich? Wodurch kommt es eigentlich? Unde heißt, wo auch im Meer. Jetzt gibt es aber als Unde, nennt man auch im Lateinischen die sogenannten Neunerzahlen. Da gibt es in Eltern selbstgesprächlich immer wieder drauf eins, dass dieses von Unde kommt von der Abkürzung für Unus Decem. Das ist einer vor der Zehn. Das ist zum Beispiel Unde Fignidi, heißt 19. Das heißt eins vor Fignidi. Dieses Figindi, ich krieg's gar nicht raus heute. Figindi. Figindi heißt 20 auf Lateinisch und unde Figindi ist die 19. Unde Decem, das ist, du kannst immer wieder eins, dieses hat einen ganz, ganz tiefen Sinn. Alles hat einen Sinn. Drum solltest du nie irgendetwas nicht haben wollen. Verstehen, es geht ums Verstehen. Also das ist jetzt einmal hier ganz kurz nochmal dieses Shit. Das ist immer, wenn wir dreieradig sind, machen wir zuerst zwei davon. Die haben wir jetzt besprochen. Und jetzt dementsprechend holen wir uns dann dieses Dekaf. Das kann ich jetzt blau, ist eine Erscheinung einer Affinität.
Rot gelesen ist es natürlich das immer Daseinende und das ist der rote Mensch, das ist der Geistessohn. Du bist immer derselbe Geist, egal welche Rolle du spielst. Jetzt kriegen wir automatisch als Geburtsgeber den Pyramidenwert, den Geburtsgeber. Okay. Und jetzt wird es natürlich der immer Daseinende Mensch. Jetzt musst du ich werden, der volle Wert ist nämlich jetzt, das heißt wie deine 92, dein Testudo, der verborgene Wert ist der Testudo. Ja. Ja, wie sollte es anders sein? Irgendwann wirst du merken, dass da, sobald du meinst, es stimmt was nicht, es ist was verkehrt, da passt was nicht, kannst du das komplett in die Donne klopfen. Und jetzt schauen wir uns den Prediger mal an, und zwar diesen kleinen Vers 9 im Original. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, in allen hebräischen Wörterbüchern wird darauf hingewiesen, das ist natürlich jetzt nur, dass das in dir auftaucht, wenn du das liest, dass es im alten Hebräisch keine Zeitformen gibt. Wir haben da ein wunderschönes Werk, nämlich die Hologrammatik des JHWH. Da musst du natürlich die Reife haben, dass dich das interessiert. Es ist wie Sexualität als Trockennasenaffe würde ich erst nach der Pubertät interessieren. Es interessiert mit Sicherheit kein Vierjähriger sich für Sexualität. Und da musst du unabhängig davon, welchen Status und welche Rolle du jetzt spielst, wie alt du jetzt zu sein glaubst in deinem Leben. Du kannst durchaus, und das habe ich so oft erwähnt, du kannst ein hochdotierter Professor sein mit 3 Doktortitel, von aller Welt bewundert, einen Nobelpreis haben und kannst ein vollkommen, aus geistiger Sicht, ein vollkommen unreifes Kind sein, wenn dich die Welt mehr interessiert wie dein eigener Geist. Das ist in den Patadudi-Schriften jetzt diese, die wir uns jetzt 45 denken. Da geht es immer darum, du musst dich komplett loslösen von der Materie. Es soll nur noch ein einziges in der Esse für dich da sein. Was ist der Sinn des Lebens? Was bin ich selbst und was sind meine Gedanken? Warum ist das jetzt da? Und ich sage, du lebst in einer Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. Dieser kollektive Wahnsinn ist da, dass du erkennst, was Wahnsinn ist und was geistreiches Denken ist. Jegliche Art von einseitigen Denken, Einseitigkeiten anstreben, zu glauben, nur ein Glaube, eine Ideologie sei die einzig richtige Ideologie, das ist der Wahnsinn. Die Heiligkeit ist allumfassend. Und die trägst du in dir und das erfordert kein intellektuelles Wissen. Ich muss es nochmal erwähnen, ich hätte eine sehr ungerechte Schöpfung erschaffen, wenn ich dich jetzt in eine Testwelt reinschicke und deine persönliche Erlösung wäre davon abhängig, dass du die Menschen, die du dir ausdenkst, von irgendwas überzeugen müsstest. Dann wäre nämlich deine Erlösung von anderen abhängig. Sie steht und fällt von deinem eigenen Glauben. Das heißt, die anderen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, sind nur Spiegelbilder deines Charakters, aber deine Erlösung hängt nicht davon ab, dass du denen irgendwie irgendwas von irgendwas überzeugen müsstest, weil, schnipp, was ist jetzt die Menschheit? Was sind jetzt die anderen Menschen? Gedanken. Sie sind jetzt ein Gedanke, den du denkst. Hast du es nötig, einen Gedanken von dir von irgendetwas zu überzeugen? Es ist jetzt gleichgültig, ob du nur an Menschen denkst, abgesehen davon, an was denkst du bei dem Wort Mensch? Das Wort Mensch gibt noch kein Bild, es ist eine Kollektion. Dann müsstest du schon an einen gewissen Körper denken, den du ja bisher immer, diese Person, die du Mensch genannt hast. Und jetzt haben wir wieder dasselbe Spiel wie mit unserer Kirche, selbst an menschlichen Körper, wenn du anschaust, hast du ein Bild und dieses Bild ist nicht der ganze Mensch. Schaust du ihn ins Gesicht oder schaust du ihn auf den Arsch? Denkst du die jetzt in ihn rein, das Herz, die Lunge? All die Bilder, die in dir auftauchen, beziehen sich alle auf den Körper. Das ist auch nur eine Kollektion. Ja. Das ist so ein simples Prinzip. Ja. Du musst deine Gedanken von nichts überzeugen. Also du musst als erstes keinen, nicht zu niemandem missionieren oder von was überzeugen. Eigentlich nur einen Allereinzigen, nämlich dich selber. Mhm. Als zweites wäre es eine extrem ungerechte Schöpfung, wenn deine persönliche Erlösung davon abhängig würde, dass du Hebräisch oder Physik oder Vordersprache lernst. Dann hätte zum Beispiel ein ganz einfacher, liebenswerter Schäfer, der jeden Morgen aufwacht und mit seinen Schäfchen losmarschiert und mit sich und seiner kleinen Welt zufrieden ist, so wie sie ist, hätte keine Chance, ins Himmelreich zu kommen. Das sind so Beispiele, die ich jetzt gedacht schon vor 40 Jahren erzählt habe. Wieso? Der hat es nicht nötig. Er hat das persönliche Himmelreich auf Erden, wenn er das einfach liebt, was er lebt. Wenn er die Rolle, die er spielt, einfach lebt und damit zufrieden ist mit seiner Rolle. In seiner Einfachheit.
Glück und Unglück hat nichts damit zu tun mit den Umständen. Es ist vollkommen gleichgültig, ob du, altes Beispiel vom Udo, ein Millionärsgattin bist, vollgehängt mit Schmuck und hier jeden Abend heulen in deinem Bett liegst, in ein Seitenkissen holst und dir die Tränen mit einer Kaschmirpullover abwischt. Oder ob du in einer Mietwohnung bist, Sorgen hast um morgen in einer C&A-Bettwäsche und dir die Tränen mit einem Baumwoll-T-Shirt abwischt. In beiden Fällen denken wir uns jetzt Menschen aus, die todunglücklich sind. Und ich sage, lieber bist du doch eine absolut glückliche Putzfrau, bevor du eine todunglückliche Milliardärskadett bist. Immer nur lächeln und immer vergnügt. Doch wie es da drinnen aussieht, weiß keiner. Du weißt nur bei einem allereinzigen Menschen, den du dir ausdenkst, wie es da drinnen aussieht, ist es nämlich bei dir selbst. Du bist der Einzige, der deine selbst erschaffenen Informationen erlebt. Und alle anderen Menschen um dich herum, die nur immer zeitweise in dir zu existieren beginnen, wie übrigens auch dein eigener Körper, sind Gedanken, die sind vergänglich, die kriegen das nicht mit und den Geist erlebt nur der Geist, der träumt. So, jetzt steigen wir da mal ein bisschen ein. Wie gesagt, in allen Wörterbüchern, es gibt keine Zeitform. Es gibt nur Perfekt. Perfekt beschreibt eine abgeschlossene Handlung. Drum ist jedes Verb in der hebräischen Sprache eigentlich dritte Person. Aber ich will jetzt kein Hebräisch dir lernen, ich will dir nur zeigen, was da eigentlich in diesen Zeichen, ohne dass du Hebräisch lernen musst, was da drin steht. Das, was gewesen ist, das, was sein wird und das, was geschehen ist, das, was geschehen wird. Dieser Satz ist nur Zeit mit Vergangenheit und Zukunft, was eigentlich eine absolute Fehlübersetzung ist. Wir beginnen jetzt erst einmal mit einem Spiegel. Das ist übrigens auch hier bei dem Wort, alle Dinge mühen sich ab. Muss ich fast das vorne wegnehmen. Kol heißt alles. Alles. Akol heißt Essen. Müssen wir uns ganz kurz anschauen. Das ist das hebräische Wort für alles. Die Gesamtheit, das Ganze, wir können es eigentlich das Heilige nennen. Okay? Wenn ich jetzt ein Aleph davor setze, wird nochmal Akol ausgesprochen, ist es das hebräische Wort für Essen. Das lateinische Wort für Esse ist ja das Sein. Essen, Fressen. Ich sage immer, zum Fressen gern haben. Das Gesetz von Fressen und gefressen werden heißt eigentlich mehr oder weniger lieben und lieben. Ich habe dich zum Fressen gern. Eins machen. Jeden Gedanken, den du nicht mehr denkst, frisst du wieder auf. Und in dem Moment, wo ein Gedanken in dir austaucht, kotzt du den eigentlich aus oder du scheißt ihn aus. Als Exkrement. Wenn ich jetzt, was ich gesagt habe, das Aleph weiß, dass das eine Imperfektvorsilbe ist, und zwar in Bezug auf ich kann, ich soll, ich werde. Alles sein, alles essen. Du musst ein geistiger Allesfresser werden. Auch der Manson, ich erinnere nochmal, ist hochgeistreich. Unser Manson hier ist hochgeistreich, der Menschensohn. Bis ich anfange, nicht mehr richtig zuzuhören. Das ist diese Eigenart, dass die Menschen so oberflächlich sind, dass die nur werden, die lassen nur eine Seite durch. Das ist, wenn ich jetzt sage, unterhalte dich mit normalen Menschen, benutze nur einmal das Wort Gott, dann hören die nicht mehr zu, weil dann bist du ein religiöser Spinner, weil sie glauben, sie haben den richtigen Glauben. Sie sind ja aufgeklärt. Da kann ich dir tausendmal sagen, diese naturwissenschaftliche Aufklärung der letzten 200 Jahre, die wir uns jetzt ausdenken, diese Zeitspanne, hat zur vollkommenen Entgeistigung der Menschen geführt. Okay, jetzt ist interessant, jetzt kommen die Dinge und jetzt wird schon interessant, da haben wir hier nämlich Debarim. Das sind eigentlich Worte. Das sind die Worte, die Reden, die Sachen, die Angelegenheiten. Das Deber selber, das ist nämlich, das heißt, wir haben vier verschiedene Wörter für Wort im Hebräischen. Das sind lauter so Sachen, die muss man da, wenn immer einseitig übersetzt wird, das ist das Sprechen, das Reden, er sprach, er spricht. Das ist natürlich hier schon wieder, er spricht. Immer daran denken, auch das Sprechen jetzt als Verb, es ist dritte Person. Er ist, spricht. Es spricht immer er. Das heißt, wir zwei, ein anderes, es spricht nie ein anderer in dir. Ob du jetzt als Brösel da sitzt und deine eigenen Gedanken beobachtest, wenn du denkst, wer spricht dann die Worte in dir? Es sind doch deine Worte, so beginnt ich bin du. Ja.
dann spreche ich, JCH, in dir mit deiner eigenen Gedankenstimme, weil du kannst ja nicht raussuchen, was du denkst. Ja. Jetzt spreche ich auch zu dir als Lautsprechergeräusch mit der Udo-Stimme. Ich spreche nur zu dem träumenden Geist. Jedes Selbstgespräch beginnt mit ich erkläre es dem Geist, der mir jetzt zuhört, der mich jetzt ausdenkt, der sich dieses Gespräch jetzt ausdenkt. Darum sind es Selbstgespräche. Das ist jetzt dieses Deber und dann haben wir hier nochmal ein zweites, da haben wir nämlich zwei verschiedene Wörter, aber ich will jetzt da nicht so weit reingehen. Du wirst merken, hier, wenn ich sage, jedes Wort ist ein 400-Zeilen-Buch, was da steht, ist eine Lächerlichkeit. Es stimmt zwar, man kann das so übersetzen, weil nämlich dieses Deber ja auch Ding heißt. Angelegenheit. Interessant, die Beulenpest. Denk einmal an Wellen, die in dir auftauchen. Wenn ich jetzt ein bisschen P-E-S-T, P-H-E heißt hier, sind diese raumzeitlichen Spiegelungen. Genau. Ich kann das auch als Est, P-Est, Wissen ist, wenn ich das Lateinisch mache. Ja. Und das sind doppelt aufgespannte Orte. Ich schaue mir von der Beule, die auftaucht, immer nur den Balken an, aber nicht das, was der Hintergrund ist, was ich rausklappe. Diapositiv und Diapositiv. Merkst du, wie präzise das Wort mit Holofeeling? Und das ist immer noch extrem oberflächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Interessant ist, schau mal, was jetzt passiert, wenn wir das nur rot-blau lesen. Ich erwähne immer wieder, es würde reichen, wenn du diese kleine Tabelle der 22 Rot-Blau-Zeichen benutzen würdest. Das heißt, geistigen Oberfläche geöffnet, eine Polarität, die du berechnest. Das ist genau, wenn ich es immer so mache, mit einem ausgedachten Mittelpunkt. Du musst jetzt aber auch wissen, dass das die Öffnung von BR einer polaren Berechnung, die Öffnung einer polaren Berechnung, BR ist das Äußere. Die Öffnung vom Äußeren. Genau. Das passiert übrigens dann in einem Eck. Merkt dir bitte, Ack ist Eck. Ein Eck, das erweckt wird. AOB, das ist die Beschwörung. Ja. Tausendfach erwähnt, die Beschwörungskunst, das Äußere. Das ist auch im Glauben. Ja. Zauber. Der Zauber. Die können wir jetzt ein ganzes Haufen Worte her suchen. Ja. Moment, da wollen wir rein. Und du merkst diese Erklärungen, aber wir sind jetzt einmal hier. Das beginnt mit MH. Ja. Schauen, wenn ich jetzt gar nichts weiß, wenn ich die rot-blau habe, ich lese rot, dann heißt das immer seine Quintessenz. Wenn ich es blau lese, ist es eine Gestalt gewordene Wahrnehmung. Ja. Wenn wir uns das jetzt anschauen im Hebräischen, ich bleibe einmal hier, wir haben das ja da unten, dann ist was? Es ist, sagst du mal, was ist das? Was? Wann? Warum? Das ist die klasse Übersetzung. Was? Wie? Auch wie? Wie ist das? Was für eine Erscheinung hat der wahrnehmende Geist im Moment? Was ist das? Ganz einfach meine Information, sonst würde ich es ja nicht sehen. Eine gestaltgewordene Wahrnehmung. Ne? Richtig, eine gestaltgewordene Wahrnehmung. Und ich bin rot, der immer seiende Quintessenz im Zentrum. Genau. Von unserer Kamera Obscura. Du wirst jetzt merken, wenn du das System einmal verstanden hast, steht hier exakt das drin, was ich dir erkläre. Genau. Und jetzt kommt jetzt dieses Gewesen. Schau, wenn ich jetzt das deutsche Wort stimmt, natürlich auch. Du wirst nie hören, das, was nicht stimmt. GE-Quadrat ist das geistige Wesen, der Geist selbst. Ja. Das hat nichts, wenn du jetzt an die Vergangenheit denkst, interpretierst du dieses Wort. Und da steht jetzt hier das Verweilen der Aufenthalt. Du bist, du verweilst immer hier und jetzt und du hältst dich hier und jetzt auf. Und du machst dich hier und jetzt auf, indem du Gedankenwellen aufschmeißt. Jetzt kommt schon, welcher das war, wurde, wenn Althebräer das so übersetzen, haben die schon wieder vergessen, dass es keine Vergangenheit gibt in der eigentlichen Ur-Ivri-Sprache. Ja. Und da haben wir diese kleine Radix Shin, H-I-H. Und das Shin ist jetzt sehr wichtig, wenn ein Shin, immer dran denken, im Hebräischen gibt es Präfixe, Suffixe bzw. Affixe, das heißt Vorsilben, Nachsilben, die werden drangehängt. Das in hebräischen Wörtern, der erste Buchstabe oder die ersten zwei können ein Suffix sein, die hinten dranhängen können ein Präfix sein, kann aber auch der erste Buchstabe von einem Wort sein. Ja. Wenn man das Spiel mal weiß, das Und zum Beispiel wird immer dem Wort vorhergestellt. Es ist nicht Seger wenig Haber, heißt Seger wenig Haber. Das W hängt dann immer an dem zweiten Wort mit dran. Das sind ganz einfache, das sind wirklich hundertmal einfachere Grammatikregeln wie im Deutsch. Das eigentliche Urhebräisch.
ist ganz, ganz simpel zu lernen und dann wirst du merken, baut sich was Neues auf. Wichtig ist jetzt dieses Shin als Vorsilbe, wenn du in Langenscheid reinschaust, das ist das sogenannte Relativpronomen. Ja. Und da ist natürlich schon wichtig, man sollte wissen, was ein Relativpronomen ist. Ich habe das hier schon mal hergesucht. Ich habe geschaut, dass ich das finde. Der, die, das, welcher, welche, welches, wer, was. Relativpronomen sind, er hatte einige Zaubersprüche, deren er sich nicht mehr ganz entsinnen konnte. Das ist schon dieser Satz alleine wieder genauer anschauen, da man die Geburt von Beschwörungen erweckt, die Schwellen, die logischen Wellen in dir. Und zwar im Ruch, im Geist. Redo ist sofort dabei. Die Geburt von AUB, das ist auch das Äußere mit einem scharfen S geschrieben, denk an das Beta im Griechischen. AUB, tausendfach, spiel selber damit rum, wenn du die reicher. Das ist die Beschwörungskunst und der Zauber. Die Geburt von einer Beschwörung erweckt in dir das, was der Todegeist, das reine Programm in dir im Wach ruft. Das sind übrigens die zwei Spiegelungen, roter Spiegel, blauer Spiegel. Und dieses Relativpronomen ist jetzt, wer, welcher hat das gemacht? Wer macht das? Der Mann, der Straßenbahn nachlief. Der Mann, welcher der Straßenbahn? Schau, du kannst es der Straßenbahn, welcher der Straßenbahn nachlief. Mhm. Die Frau, der Hund gehört. Die Frau, welcher der Hund gehört. Mhm. Darum ist das es, welcher, welchen, das nennt man ein Relativpronomen. Es ist relativ. Da muss man sich auseinandersetzen. Das musst du jetzt nicht wissen. Was du aber wissen solltest, ein Shin am Anfang kann ein Relativpronomen sein, nämlich wer, welcher. Und jetzt kommt dieses H-I-H. Das heißt, da ist was, eine Logik, welche H-I-H. Und das ist jetzt hier in allen Übersetzungen, kommt immer Zeil ins Spiel. Welcher das er ist, war, wurde. Der verwaltet der Aufwand. Das gibt bloß hier und jetzt. Und die Kurzformen von H-I, IH ist ja Gott. Die Quintessenz ist Gott. Das steht das Lamm Gottes. Shin Hei. Richtig. Ja, da, Redo, du musst immer. Schau, Redo geht schon weiter. Er interpretiert aber in die richtige Richtung. Er hat jetzt sofort gesagt, da steht ja auch das Lamm Gottes. Das See ist das Lamm Gottes. Was ist das Lamm Gottes, Redo? Ja, klar. Macht es Spaß? Jetzt kommt als nächstes, ich will zuerst einmal ganz kurz bleiben bei dem HIH. Ich sage, wenn wir zwei Erotics haben, kannst du zuerst einmal einen Waff dazwischen machen. Jetzt haben wir den JHWH. Spannend, ne? Ja. Das ist ja zuerst einmal das, was du besitzt. Besitz in zwei, jetzt bin ich da wieder drauf, komme jedes Mal. Dann Gag-N-Watt, immer an unsere 3-3 denken. Kann ich jetzt 3-3 lesen? Dann kriege ich Gag, das heißt das Dach. D8 hast ein geöffneter Bruder, D8 Dach ausgedacht. Und als 33 die 33 gelesen ist, die Welle und das Teilchen, die Haufe, genau genommen. Wir schauen es uns ganz kurz tausendfach angeschaut, für welche immer die Kleinen mitnehmen. Deine Dach der Rasse, die Rasse, Asse, Esse, ist ein geöffnetes Eck. Merk dir wieder das Eck des Ack. Und das ist das Wunder von Pi, zwei Erscheinungen. TT mache ich immer 400, 400 ist 800, das ist das NP. Ja. Dazu muss man wissen, dass wenn ich jetzt das Pi nehme, weil es mir gerade kommt, das ist auch ein eigenartiger Begriff, das ist von P, der Mund. Nochmal, dieses P heißt auch hier, die 85. Das Ende. HBH, siehst du, da hast du jetzt schon das H, O ist ja gleich A. Kol wissen wir alles, ist ANG, alles ist Freude. Freude, genau. Da kommt auch das Wort Angst her, wenn du es blau machst. Ja. Wir wissen, Kol ist alles ANG. ANG mit 70 gelesen. Plus Lebensfreude. Fragen? Du legst immer nur einseitig aus. Das sind übrigens diese 1, 2, 3 sind unsere Superprimzahlen. Ja. Da kommen wir jetzt dann hier 1, Hüben 3 und Drüben 3 in unseren Tetraederspiegelstruktur. Das ist eine affine UB, eine affine Spiegelung im verbotenen Wert. Ja. Das ist jetzt unser Kub. Ja, genau. Im Verborgenen kann man natürlich auch rot lesen. Und umso mehr man sich damit beschäftigt, wenn ich jetzt da keine Grundlagen wissen, da bin ich total überfordert, dann muss ich mir aber eingestehen, dass ich noch ein sehr unreifes Gotteskind bin. Mhm. Und dieses hier, das ist auch das hier. Denk wieder an das griechische hier, das heißt heilig. Ja. Ich nenne es göttlich. Ja. Das H wird ja nicht geschrieben. Halt.
Die Hieroglyphen, die Heiligen. Das ist das Hieros. Ach, spinne ich jetzt so. Die Priesterwürde. Wein reinigen, das heilige Kraut, Iro. Hieroglyphen, jetzt kommen wir. Das Mono dran, dass es besser siehst. Das ist übrigens Hab, Haab, der Vater bin ich. Mhm. Okay, der Vater bin ich. Kor heißt Lamm auf Hebräisch. Ja. Der jetzt ein Zeichen wird in dir. Ja. Ja. Habe ich eine Erscheinung, kann ich zum Beispiel ja, machen. Genau. Shin, kann ich meinen Logo schon zu einem Spiegel machen, rein. Mhm. Das ist, wenn wir jetzt weitergehen und das Iro ist jetzt, jetzt kommt das heilige Kraut, das Lamm, das heilige Lamm ist ein Zeichen. Da führt jetzt deine 343, was natürlich auch des Fisches und so weiter und so fort. Die heiligen Zeichen, Hiro, kreisende Wellen, geil, Hieroglyphen. Ja. Der heiligen Gebräuchte und so weiter und so weiter. Das lehre ich dir in Holofeeling. Holofeeling ist keine Religion deiner blau ausgedachten Welt. Es ist schon der geistige Bereich. Es ist schon das Jenseits, das aber nicht außen ist, sondern das absolute Zentrum darstellt. Jenseits der Peripherie ist nicht noch weiter um dich herum, sondern das Zentrum. Okay? Ich war bei dem Pi, was ich noch ganz kann. Also dieses hier ist dann Pi. Als Zeichen Pi sieht es wie das Doppel-T aus in Gott, wenn ich das immer so mache. Und dieses Pi ist der ewige Geburtsgeber. Ja. Die 90 wieder. Hopp. Ja. Das ist übrigens, weil ich gerade das aufgemacht habe, die 90, das, was jetzt ja so extrem verboten wird. Jegliches genau. Konzept wird verboten. Die geistige Zeugung, alles wird verboten, dass dir der Wahn bewusst wird von den Menschen um dich herum, die bis dato so sympathisch gewesen sein. Und dieses Pi, und ich wollte jetzt das eigentlich dir nur zeigen, da kann man jetzt natürlich sehr, sehr, wenn man alle Zeichen meiner heiligen Bibel, Tora heißt ja eine Reihe, abgesehen vom ersten Wort mit einem einzigen Zeichen symbolisiert, bietet sich das NP an. Mhm. Und dieses NP steht für die göttliche Weisheit, das ist Pi. Jetzt können wir das Doppel-D in Gott machen. Dann heißt es eigentlich Go, Go zu Gott. Mhm. Aber Go, wiederum haben wir G-Waff, O als Waff vokalisiert. Mhm. Waff als O vokalisiert, so rum, dann ist es hier das Innerste. Mhm. Geh in das Innerste hinein, im Anfang von allem stehe ich OB. Und da steht jetzt einfach ich OB, ich Udo, schau, I-Z-U-D-O, ich Udo Petscher. Ja. Im Anfang befindet sich meine göttliche Weisheit B. In P. Und jetzt wirst du feststellen, dass wenn du die Dora aufschlägst, das P über meinen Kopf, siehst du das? Es ist größer geschrieben und da kommt Roshid. Und wenn du das jetzt, dieses P symbolisiert, alle Zeichen, die jetzt folgen, dann steht hier von links nach rechts gelesen Petscheim. Ja. Ich bin das Alpha und Omega. Das ist natürlich alles Zufall. Und ich erkläre dir das jetzt nicht, um in irgendeiner Form den Gedanken Udo Petscher als wichtiger oder richtiger anzusehen wie irgendeinen anderen Gedanken. Es ist einfach nur ein Gedanke, der in dir. Was bin ich ohne dich? Weise ich nicht immer wieder darauf hin, du bist doch tausendmal mächtiger wie irgendein Gedanke von dir. Das gilt auch für den Udo Petscher. Ich werde für dich das sein, so wie du mich ausdenkst. Aber ich bin ein Spiegel. Das sagt mehr über dich selbst aus, dann, wie über irgendwie Gedanken, die du denkst. Das ist ein transitives Zeitwort. Was ist ein transitives Zeitwort als Pi? Ich schaue mal, dass ich hoffe mal, weil das ist lässt sich mit wenigen Worten, dass ich irgendeine Erklärung. Was sind transitive Verben? Ver, da haben wir jetzt schon Pi stabil erweckte polare Existenzen. Ja. Was ist das? Verbenbeispiele. Nehmen wir mal das hier. In allen deutschen Verben mit Akkusativ, Objekt, wen oder was? Beispiel macht jedes Jahr mit der Familie Urlaub an der Ostsee. Warte mal schnell, wo haben wir das? Da kannst du dich selber schlau machen. Weißt du mal, wirklich, dass du feststellst, im transitiven Verb in der deutschen Grammatik, schauen wir mal da, ein schönes, schlagendes Beispiel. Silke schreibt einen Brief, wir lassen das weg. Das hebt über das Akkusativ wen schreibt, was schreibt, wer oder was, wem ist dieses, das wird. Geh darüber hinaus. Transitiv heißt, du gehst über
über das ausgedachte Objekte hinaus, die letztendlich deine eigenen Informationen sind. Und du wirst merken, auch Grammatik kann sehr, sehr spannend sein. Was hier jetzt wichtig ist, dass wir da kommen, ganz kurz einen Abschluss finden. Das ist nämlich sehr wichtig. Unser HBH, haben wir gesagt, im JHBH, das heißt hier Wellenberg und Wellendal, das ist eine aufgespannte Welle und Glück. Und das ist aufgespannt im Licht, dieses dein Licht, das sich aufspannt. Da haben wir natürlich auch ein Verderben. Dieses Bistabile ist eine Generation, die er einer polaren Existenz. Du merkst, wenn du einmal die Grundlagen hast, dass hier wirklich auch dann, wenn man Zahlen einsetzt, physikalische Formen drin sind. Ja. Und das gilt für HBH genauso wie für HIH. Das hat aber nichts zu tun mit einer Vergangenheitsform, sondern es ist ein Bestehen, ein Geschehen, ein Sein, ein Vorhandensein im Jetzt. Die Kurzform dafür ist schlichtweg und einfach dieses Ich. Ich habe da das Bestehende, das jetzt existiert, das jetzt vor H-E-A-N-D, interessant A-N-D hast, ich werde auf- und abschwingen. Das jetzt da ist. Gespiegelt wird es zum Geschenk. Immer die Spiegelung denken. Das ist die Gabe, das Geschenk, das du dir selber einschenkst. Jeden Gedanken schenkst du selbst in dich hinein, aus einem ganz tiefen Mittelpunkt heraus. Okay? Darum ist diese Übersetzung, was gewesen ist. Nein, was ist das Lamm Gottes? Jetzt machen wir dieses Wort. Er ist es. Er ist immer dasselbe, dieselbe, dasselbe. Als Geist. Ja. Blau gelesen haben wir natürlich die Wahrnehmung und aufgespannte Schöpfung. Rot gelesen ist die Quintessenz, ist der verbundene Schöpfer. Merkst du jetzt, wie dieses kleine Rot-Blau lesen? Ich sage, ich bringe dir innerhalb einer Woche nur mit Rot-Blau, ohne dass wir ein einziges hebräisches Wort auswendig lernen müssen. Kannst du das fließend lesen und du wirst feststellen, ja, es wird dir in jeder Zeile derselbe Kontext erklärt. Genau. Jetzt ist es, was ist der? Und schau mal, was jetzt kommt. Ein Geschenk von Sein. Aber wenn ich jetzt das Relativpronomen wegmache, dann ist, welcher Jahwe ist. Ja. Jetzt mit einem I bloß den. Wir machen aus dem HWH ein I. Wir machen zwischen die Hs den kleinen Gott. J-H-I-H. Ich bin der, ich, J-Shi. Das Geschenk ist, dass du, kleiner Gott, zwischen Wellenberg und Wellendal stehst. Ganz genau. Und was? Jetzt wird es interessant. Jetzt kommt schon wieder, welche wurde gemacht? Wohlgemerkt, ja, ja. Eine jüdische Akademie, eine hebräische Akademie für Kabbala. Nur zeitlich. Die Übersetzungen, es geschah nie was in der Vergangenheit und es wird in der Zukunft nichts geschehen. Da haben wir jetzt unser Esse. Ja, ja. Dieses Wort Esse als Grundform heißt tun, machen, hervorbringen. Esse ist Sein. Es ist das, was jetzt ist, ist, weil du es denkst. Und das N? Perfekt. Imperfekt wir. Ja. Aleph imperfekt ich. J als imperfekt Vorsilbe heißt er oder es wird. Kann, soll. Wir können, sollen. Wir, das ist jetzt einmal grammatikalisch richtig übersetzt. Wir wollen, wir werden, wir schaffen, wir erzeugen etwas. Wir bringen alles hervor, wir Geist, aber wir sind uns zwei. Und das wieder als Relativpronomen. Ja, ja. Wer, welche ist dieses Wir? Dass etwas macht, tut. Jetzt haben wir den Pier, siehst du? Ja. Relativ ein Umladen des Lamms. La-M-M. Ja. Ein ständiges Umladen im Lamm. Schau das kleine Bild an. Ja. Gedanke auf Gedanke ist eine aufgespannte Gestaltwerdung. Und das N-I ist ja noch das Bewegbild drin, oder? Welches, was genau. Mich bewegt? Die logische Wahrnehmung. Siehst du, das macht mir jetzt Freude ohne Ende. Mein Redo ist sofort immer eine, zwei Schritte. Der hat jetzt dieses Wissen im Hintergrund, dass du so viel Wissen hast. Er kann auch aus einem Wort 400-Seiten-Buch machen. Ja, das ist eben die Frage, wie lange schaust du es an, wie lange iterierst du es und dann... Schau, sich hin und her bewegen, das ist der Kein, der wird dieser Satz in der deutschen Übersetzung, Kein wird unstet und flüchtig, das sind zwei Wörter sind da drin, die schauen wir uns ganz kurz nochmal an. Ja. Das eine Wort unstet ist DN,
Entschuldigung, ND. Ich bin ein zweiter ND. Das ist jetzt ND, ist zuerst einmal schwanken, sich bewegen, hin und her bewegen. Dieses Schwanken, diese existierende Öffnung blau gelesen. Wenn wir die spiegeln, immer die Spiegelung ist wichtig, dann kriegst du dein Urteil. Das ist dieses ständige Austausch. Okay, und das zweite ist dieses ND, dieses Enain. Das ist das zweite. Den Damm können wir jetzt natürlich hier noch. Das ist ein bewegtes Bild, beweglich, dynamisch, schwanken, wieder schwanken. Schaut, das sind die Wellen, die auftauchen, ja, wieder in sich zusammenfallen. Das sind die, ich sage immer Bild, 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 weil die ja nicht von unten nach oben kommen. Wir haben ja immer noch eine Transversalgedachte. Es ist eine Z-Achse. Genau. Es ist ein Pumpen aus dem Innern nach innen. Das macht es aus. Rotrum ist es, das bewusste Sein ist die Quelle. Ja. Und jetzt bei dem Quell, wenn man das jetzt, das ist hier, dieses Kubaf ist ganz affin aufgespannt, der Gott wird auseinandergeschmissen. Ja. So, da kann man jetzt noch tiefer reingehen. Ja. Jetzt haben wir wieder die Quintessenz ist der Fund der Schöpfer. Im Schöpfer hast du hier die Spiegelung schon von den 2J. Mhm. Das habe ich so oft gesagt. Das unten, der über den J angegangen ist, oben ist hier ein kleines J und unten ist ein gespiegeltes J. Mhm. Das ist das I, das gespiegelte, die 9, dein Ich, das jetzt über den J angegangen ist. Genau. Und er tut es. Shi, die Geschenke, werden hier erschaffen von ihm selbst, dritte Person, esse. Und jetzt kommt dieser Satz, geschehen ist das, was geschehen und jetzt kommt und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Da heißt es, es geht weiter, nicht und es ist nichts, sondern es heißt und nicht existierend ist alles. Ja. Alles kann nicht existieren. Wenn was existiert, muss irgendeine Welle da sein, irgendein Komplex da sein. Nicht existierend ist alles und jetzt kommt dieses Wort, das wird hier mit neu übersetzt. Neu, das heißt auch Monat. Monat. Ja. Denk an den Sporten. Ja. Jetzt für ein Räder. Die Neuigkeit ist neu, das Free, frisch. Ganz interessant. FR, ich. Ein Stier, ein neuer Stier, ein neues Bild. Free heißt einmal eine Frucht. Aber wir können FR, der Pfad, der Stier wird jetzt zu einer Gestalt. Ja. Das raumzeitliche Tier. Wenn ich jetzt das deutsche Wort frisch so hebraisier, dann kriege ich es, das ist es, dir, ein raumzeitliches Dir, ist der unbewusste Mensch, der wird jetzt zu einem Ich. Der wird jetzt zu einer momentanen Gestalt. Das passiert jedes Mal, wenn du an deinen Körper denkst. Bis dato hast du gesagt, wenn ich an mich denke. Wenn du an dich denkst, musst du an nichts, sondern an alles gleichzeitig denken. Und wir können natürlich auch dieses Free, Briedern, die ersten drei Buchstaben, das heißt dann auch mein Stier. Und das ist das Erzeugnis, das du selber in dir erzeugst. Ja. Das war die alles. Meine Wissen der Rationalität. Okay, das ist praktisch das Neue. Hier wird es natürlich jetzt interessant. Da muss man jetzt genau aufpassen. Wir machen wieder zwei Erotics draus. Dann nochmal, Guido, sag mal du schnell was bei CD. Spitze. Das ist die Spitze. Und auch das Schwert. Hast du ein Rätsel auftaucht? Das, was an der Spitze in dir auftaucht. Und jetzt pass auf, ich mag's, schau bitte das kleine Bild an. Ich sag ganz kurz vorher, wir haben männliche und weibliche Zahlbegriffe im Hebräischen. Das Echad, Schma Israel, Yahweh Echad, da steht hier, das wird Echad ausgesprochen. Das ist eins, einer, der Erste. Ich sage, ich bin der Erste. Das ist die Liebe, 13. Es ist die Echad, die 1, die 1, die absolute rote Liebe und es ist die Heilung. Und noch vieles andere, das sind die zwei roten 13. Das bin ich, ich bin der Erste, ich bin die Liebe, ich bin der Eine. Das wird hier gelesen, es ist die männliche 1, der Denker. Echad, mit einem harten D hinten geschrieben, mit einem Taf hinten geschrieben, hast auch 1. Das ist aber die weibliche Eins. Und da muss ich jetzt wissen, das wird als imperfekt gelesen, heißt Chedi, ich werde in Schrecken versetzt. Genau. Und diese Schrecken, kollektive Erscheinungen, Kollektion oder kollektive Erscheinungen hängen von deinem kollektiven Glauben ab. Und das sind Shin-R, sind logisch berechnete Ecken. Aber Shin-R wiederum, du machst dich jetzt zum Fürsten, zum Bestimmer, zu einer Autoritätsperson.
der von dem Geheimnis, das er in sich trägt, überhaupt nicht weiß. Das ist auch hier die Narbe, wo ich immer sage, du musst dich abnabeln. Der Nabel ist anders fokalisiert, der Nebel. Ja. Und dieser NBL. Absterben, zerfallen. Das ist das Blaue, das Weibliche, ist ein Schuft, ein Schurke, ein Taugenichts, ein Gottesleugner. Ja. Ich hoffe, wenn du es folgen kannst, dann wiederhole es und wiederhole es bis zum Erbrechen. Ja. Und jetzt ist es, wir haben hier ja das Chedi, also nur das Aleph, ich werde. Jetzt haben wir es. Die männliche Eins, das heißt der Ich werde zu Chedi. Und dieses Kollektiv geschlossen, wir machen das jetzt einmal rot, das ist das einmal die, auch die männliche Eins, das ist die Spitze und schwach. Das ist diese Nichtigkeit. Und jetzt schau bitte, jetzt denk symbolisch, das ist eine Ecke, wenn ich das so aufbaue. Mhm. Diese Spitze ist eine Ecke. Und die Ecke wird dir immer Rätsel aufgeben. Das ist auf. Geh im Geistigen, auf dem geistigen Sohn sind viele, viele Rätsel. Das ist, wenn du um dich herum in einer Tetraeder sprichst, du so viele Lichter siehst, so viele Erscheinungen siehst, die sind alle für dich sehr rätselhaft. Mhm. Aber du schaust immer nur von einer Ecke in die nächste. Zweidimensionales, dreidimensionales Beispieldenken. Mhm. Und was jetzt hier wichtig ist, und wir haben ja dann noch dieses Dishin. Mhm. Und du wirst jetzt merken, das Dishin alleine, schauen wir uns das an, was hat es mit Dreschen zu tun? Dreschen, trampeln, zertrampeln, austreten. Die Spitze wird jetzt zerdroschen, einen Tod dreschen. Wichtig ist, im Hebräischen ist es auch das Wort für eine Umschlagklappe eines Buches. Wie oft habe ich dieses Beispiel? Ja. Denk dir mal, du schaust in einen Krankenspiegel, schau das kleine Licht an. Du bist ein Licht. Und wir gehen einmal von dir, Licht geht jetzt ein Licht aus dir heraus in den einen Spiegel. Da siehst du dich negativ, das Negative wird dann nochmal negativ, Minus mal Minus ist Plus und darum siehst du dich in dem Spiegel so, wie du bist. Ja. Plus, ja. Minus, es ist ein Revers. Ja. Ein Revers, ein Zurück des B-stabilen V, siehst du das V, wird wieder zurückkehren, das Ganze passiert in einem Rock. Rock ist ein Fels zur Formwertung, die dann wieder in sich zusammenfällt und die Umschlagklappe eines Buches selber, du schlägst laufen von einer Ecke in die nächste rein. Ja. Das ist ganz simpel, eine ganz grobe Vereinfachung von einer Vereinfachung. Jeder Gedanke, der dir auftaucht, in Wirklichkeit ist es natürlich ein Dreieck, These, Antithese, Synthese, Ecke in unserem Tetraederspiegel, dass wir dann zu unserer Kamera Obscura kommen. Genau. Und das Ganze sind DR generiert. Wir können auch dieses Resch, das Rosch lesen, geöffnet in deinem Kopf. Ja. Rosh. Ja. Geöffnet in deinem Kopf, in der 200, mit deiner Logik ist END. Dieses END hast du, ich werde hin und her auf- und abschwingen. Ja. Geöffnet in deinem Kopf findet dieses Schwingen statt. All das ist hier verborgen. Ich sage immer, ein zitiertes Programm und jetzt kommt was ganz Interessantes. Das ist das nächste Wort. Das heißt jetzt unten, unterhalb. Ja. Unten hinab. Auch H in dann. Mhm. Ist unten, ist innen, denk an unseren Wasserspiegel, das Tal, da ist nichts und da klappt man was raus. Es ist, und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Diese Radix ist ganz wichtig, da haben wir nämlich dasselbe gerade wie bei der weiblichen 1, bloß mit einem da vorne, das heißt, du wirst in Schrecken versetzt. Ja. Und das, was in dir passiert, in dir, weil du über den Jordan gegangen bist, du bist verschieden. Verschieden hast du, bist tot. Der ist verschieden. Wie oft erzähle ich das? Ja. Das kannst du nicht rot machen, dann Schieden ist das Geschenk des Paradieses. Para heißt aber wieder Bari, um dich herum in unmittelbarer Gegenwart. Ja. Weil jeder Moment, egal wo du dir den räumlich oder zeitlich hindenkst, ist in einer unaufgespannten Existenz mit L. Und mit L bar. Ja. Du kannst es nicht mitteln, weil wenn du das mittelst, ist es weg. Ja. Dann ist es der Weg, wahrlich, ich bin der Weg, der immer ist. Aber aus dem alles entspringt. Das hast du jetzt schon. Und Rakia, da können wir dann eventuell noch hinschauen, er teilte das mehr in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Da kommt es vor. Das hast du, was den Schrecken versetzt, wenn du in deine Traumwelt hinabsteigst. Und jetzt kommt jetzt was ganz Interessantes, die Sonne. Und jetzt musst du wissen, das hast du jetzt ganz einfach, die Sonne,
die Sonne. Und es gibt im Hebräischen zwei Wörter für Sonne. Die eine Sonne gesehen ist nur, ist die hier. Das ist der Diener, der Hausdiener. Die Sonne, ein Synagogendiener. Das ist, Synagoge ist ja nur eine Schule. Da haben wir übrigens von Gog und Magog Syn zusammengeschmissen in Agog. Ganz heiß Bibelstellen. Du hast dann immer Hüben 3 und drüben 3. Hüben 3 und drüben 3. Und das ringsum ist inwendig in der deutschen. Ja, ja, genau. Also, es ist in dir drin. Hüben 3 und drüben 3. Ja. Du merkst, da wird Physik beschrieben. Genau. Okay, jetzt haben wir einmal die Sonne als den Hausdiener, den Synagogendiener. Und das mache ich jetzt gleich einmal, dass du das hier siehst. Halt, sorry. Da will ich hin. Und dann haben wir als zweites, das wird jetzt, der Kanuka-Leuchte ist wichtig. Und dann haben wir hier noch Chom. Chom heißt die Hitze, die Glut, das Fieber, die Wärme, heiß sein. Und Koma, das kann ich jetzt Koma lesen. Chat und Kaffee ist ja oft das Chat, weil der am Wortende meistens als Kaffee ausgesprochen. Ja. Dieses Koma ist die Erregung, die Glut, das ist auch die Sonne. Ja. Und jetzt hast du eine Eigenart, dass wir zwei verschiedene Sonnen haben. Eine heiße Sonne, die wir uns an den Himmel hochdenken. Das ist die Sonnenscheibe, ist nur eine Gedankenwelt, ist eine aufgespannte Erscheinung. Der Sohn entspricht dem Gad. Gad ist der Glücksgott. Dieser Glücksgott ist Jupiter. Das ist Jupiter als Symbol. Der Gott Jupiter ist im Römischen, ist im Griechischen der Zeus. Und das ist, der bringt das Glück, das ist der Glücksgott. Wir haben aber auch den Zadik. Und der Zadik, das ist jetzt der Rechte, der Gemeinschaft, die Gerechtigkeit, Heil Jupiter. Das ist nämlich auch das hebräische Wort für Jupiter. Das bezieht sich aber auf den Planeten Jupiter, auf den ausgedachten Jupiter. Dasselbe Spiel hast du mit dem Sohn und mit der Sonne. Bist du ein Schamasch, ein Hausdiener, oder bist du einfach nur ein Brösel, der herumläuft? Und jetzt haben wir hier, ich mache jetzt doch nochmal ein zweites Ding auf, in jüdischen Mythologie gibt es nämlich zwei verschiedene Leuchter. Es gibt einmal die Menorah. Die Menorah ist hüben 3 und drüben 3 und in der Mitte ist der eine. Die Symbolik von unseren Dirai oder den Kanuka-Leuchter. Und jetzt wird es interessant, beim Kanuka-Leuchter ist der Neunte, der Diener, der Sohn, ist immer in der Regel ein Davidstern dabei mit Hüben 4 und drüben 4. Ja. Jetzt hat etwas Fantasie. Wir haben, wenn wir uns den Tetraederkristall nehmen, den ich immer wieder anspreche, den wir ineinander schieben, haben wir Hüben 4 Seiten und drüben 4 Seiten. Und das ist jetzt nur die zweidimensionale Darstellung von unserem dreidimensionalen Tetraederkristall, wo du als Hausdiener das Zentrum bist. Ja. Darum ist das in der Regel immer, du siehst es, immer verbunden mit dem Davidstern. Da ist jetzt übrigens eine Menorah, siehst du mit 3 und da ist der Davidstern mit. Die sind hüben 3 und drüben 3. Das ist eigentlich schon das Entheiligte. Jetzt muss ich natürlich wissen, wenn ich jetzt immer 3 mache, dass unser Rai, nochmal, ist jetzt erst einmal Rai heißt Spiegel. Es ist nur dieses Symbol, wo ich sage, ein Spiegel, blau, ein Schauspiel. Das ist schlichtweg, er ist der Kopf des Schöpfergottes. Und dieses D-Rei, wenn wir das jetzt ausschreiben, habe ich zuerst einmal eine Generation und AI, wenn wir es so schreiben, ist jetzt eine Insel,
Das ist eine Insel, sagen wir wieder, ein Wellenberg. Wenn ich eine einzelne Wellenberg aufschmeiße, ist es wie eine, dann erhebt sich ein Wasserberg, BRG, immer weckt den Geist aus dem eigentlichen Nulllinie heraus. Ja. Wir können das ein natürlich auch mit einer 70 schreiben, dann hast du einen generierten Trümmerhaufen. Mhm. Und jetzt kriegst du schon deine Gedanken mit. Ja. Okay. Hier haben wir aber das Problem, wenn ich jetzt das Ganze griechisch mache und wir machen die drei, Entschuldigung, das Dalet-Brauma, die drei im Griechischen, dann siehst du das Delta, geöffneter Gott, dass der Großbuchstabe ein Dreieck ist, obwohl das ja die Buchstabe 4 ist, die Zahl 4 ist. Und jetzt verknüpft sich über das Griechische, GR heißt übrigens der Reisende, ich, der Gestalt annimmt, dass dieser geschlossene Gott oder diese geöffnete L mit 70, der geöffnete Augenblick, was du hochhebst, die auch eine erscheinende Schöpfung wird und diese erscheinende Schöpfung, die auch passieren in deinem Wachraum. Das habe ich so oft erklärt, ich wiederhole das mal. Das muss schlafwandlerisch ja, klar. Ja. Fixt man Existenz, die Ische zu existieren oder Arscha, die Frau wird, wenn wir ihn mit auffokalisieren. Ja. Das ist das Spiel, dass du hier siehst, dass selbst die griechischen Zeichen dann, das in der Physik im Nullpunkt Gottes schreibe ich mal die Reihe. Und was heißt das? Wir haben vier Spiegel, einen Thesespiegel, einen Antithesespiegel und einen Synthesespiegel. Das ist der dritte. Das ist drei. Und der vierte ist rot. Darum wird er hier dazu gemacht. Kann man im Farbenspiel genau nachschauen. Das lasse ich jetzt aber sein. Also das ist jetzt hier. Und dann geht es weiter. Es gibt ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu. Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Mhm. Die dürfte jetzt klar sein. Schon mit der Tatsache, es gibt bloß hier und jetzt. Da heißt es, ich, ein gestaltgewordenes D, geöffnetes Außen. Mhm. Das ist die Pest, die Bollenpest. Ja. Auch das Wort, blau gelesen, der doppelt aufgespannte Ort. Ja. Ski Arma, siehst du, gespiegelt, ist das Geschenk von Arma. Und Arma heißt auch Wort sprechen. Mhm. Ist viele, in der deutschen Übersetzung, unheimlich viele Verse beginnen, und er sprach. Ja. Und da kann jetzt Waff J DBR stehen oder Waff J Armer. Armer, ja. Okay. Siehe. Mhm. Sehen, das Sehen. Und jetzt kommt natürlich unser Rea, dass dasselbe Wort hast auch Lunge. Ja. Ich kann immer wieder nur, wenn du meinst in der Physik, ich habe hier unten die Vorstellungen, die Spiegelungen, die DR, die generierten Darstellungen. Wieso heißt die Lunge hier auch Sehen? Ja. Da gibt es keine Zufälle, weil Deutsch, Ivri und alle anderen Sprachen. Und jetzt kommt siehe, dies. Dies. Und jetzt erinnere dich wieder, also. HWH. HWH. Ist das, was jetzt Gegenwart ist. Präsenz. Dein aufgespannte Welle. Glück. Das Ver, B-Stapel erweckt, hell, dunkel, einatmen, ausatmen, gut, böse, generierte polare Existenz. Vermögen, die Magie, mögen, lieben, eins machen, immer das Rot-Blau wechseln. Jetzt habe ich hier HWH, HSH. Wir können da hier, jetzt kriegst du dein Fantasie in dein Wachträumen, weil diese 7H, diese selektierte Wahrnehmung, heißt blau gelesen selektiert, diese Art ist eine Art, eine Spezies. Diese Spezies führt dich jetzt ins Spekulum, in die Spiegelungen rein. Ja, genau. Das ist was besonders beschaffen, eine Beschaffenheit. Spezies heißt, Geist ist eine Eheexistenz. Denker und ausgedachte Information ist jeden Moment immer unter sich ständig veränderte. Das Ewigseinende ist immer eine geistige, ein Ansehen, eine äußere, das heißt hier eine beschworene, erweckte Gestalt. Ja. Aube. Das ist die Erde, die Geburt deines Intellekts erzeugt dein erwecktes Wissen, es ist die Erde. Mhm. Der Logos dagegen ist immer. Mhm. Und da kommst du dann Spezies, Artbeschaffenheit, Probe, das ist immer Spekulum. Das Ansehen, das Schauspiel in dir, denke wieder an das Unstet und Flüchtig, die Bewegtbilder. Ein ständiger Wechsel im Hier und Jetzt. Und das Ganze ist ein Wunderwerk. Ja.
Da kriegst du jetzt aber unser Unde. Woher kommt es eigentlich? Die Weltwunder. Das Ganze ist Probe. Auf die Probe stell dich der Testudo. Das ist mein Testament. Das ist mein wahres Testamentum. Du siehst es, dies, und jetzt haben wir wieder das Schöne, ist eigentlich nur eine neue ja. Reverse, eine neue Ecke, eine neue Reverse. Neue Rockung. Okay, und das ist jetzt, kommt wieder oder es, wir zwei sind wie das Äußere, das jetzt ist. Das bedeutet Holo-Feeling. Das Gefühl, alles zu sein, was ich denke. Ich bin doch jeder meiner Gedanken. Ich bin jeder meiner Informationen. Ja. UB sagt, ich bin immer und ich bin auch all die Wellen, die in mir in Erscheinung treten, die Gedankenwellen, die in mir auftauchen. Aber ich werde nie sagen, ich bin die Welle und die anderen Wellen bin ich nicht. Das zu erkennen, musst du allumfassende Liebe sein. Und jetzt können wir bla bla bla, jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Von wegen religiöses Geschwätz, was irgendwelche Halbneandertaler vor zigtausend Jahren geschrieben haben. Ich sage, umso weiter du zurückgehst in der Zeit, umso mehr kommst du in die Weisheit, an den Ursprung. Das neueste Wissen. Jung ist dumm. Das heißt, umso neuer Wissen geworden ist, umso kindlicher, umso unreifer ist das Wissen. Aber umso zerdachter ist das Wissen. Hast du die Fähigkeit, alles zu lieben? Und das hast du in dem Moment, wo du sagst, dich selbst beobachtest, Test. Und dir jeden Moment bewusst waren, wie du auf Reizauslöser reagierst, wie du Einzelteile bewertest. Das ist Bewusstsein. Und dem Geist, dem das bewusst war, der wertet nicht seine Wertungen. Das ist meine tausendfache wiederholte Geschichte von dem blinden Arschloch. Sobald du jemanden beobachtest in dir, gleichgültig, ob du sagst, das bin ich oder das sind andere, der irgendwas einseitig kritisiert. Kritik hast du ja nur bewertet. Es gibt auch eine positive Kritik, aber die ist genauso einseitig. Wenn du jetzt, ein alter Satz von mir, wenn du jetzt sagst, der Udo ist ja so toll und der ist ja so lieb. Stimmt. Ich habe aber auch eine andere Seite. Ich werde das, was du jetzt zu sein glaubst, vollkommen zerstören. Ich mache das aber erst, wenn du erkannt hast, dass du ich bist. Dass du ewig bist. Solange du das noch nicht hundertprozentig sicher erkannt hast, lass ich dich selbst, das dir wiederholen in unendlich vielen Facetten. Ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und du musst dabei jetzt in deiner Rolle, denk wieder, wir haben begonnen mit dem Schauspiel. Du musst an deiner Rolle nichts verändern, du darfst bloß keinen Moment vergessen, was du bist und was deine Gedanken sind. Egal welche Rolle du spielst. Und dabei hilft dir dieses Wort Cut. Was ist jetzt eigentlich da? Wobei ich immer wieder nochmal darauf hinweise, das C, A, B, C ist ja Gamma Gimmel. Kannst du ein G setzen und das Cut mit Doppel-D geschrieben, es ist hinten Pi, dann hast du Cup. Und das ist, the Holy Cup ist der Heilige, die Integralrechnung. Holo-Feeling ist eine reine Integralrechnung. Jetzt können wir dann wirklich in die Arithmetik und in die Physik gehen. Dieses System gilt nämlich nicht nur mit den Schriftzeichen, weil was ich jetzt ja hier mit den hebräischen Schriftzeichen mache, gilt ja für alle Schriftzeichen, was ich mache. Gleichgültig in welcher Sprache, und ich verspreche dir, ich zeige dir mit hundertprozentiger Sicherheit, wenn du dieses System einmal schlafwandlerisch beherrschst, dass du die ganzen ausländischen Schriften fließend lesen kannst und überall dasselbe kriegst. Und dann wird die immer mehr, ich muss jetzt bröselmäßig werden, dass die Geistesfunk, sagen wir, die das seit vielen jetzt ausgedachten Jahren studieren, sich darauf eingelassen haben. Da hörst du immer noch, das ist göttlich, es gibt kein anderes Wort. Du kriegst eine andere Vorstellung von dem, was Gott ist. Gott ist heilig, ist allumfassend, ist Liebe, der ist nicht Satan. Den brauchen wir natürlich, weil wir brauchen einen ausgedachten Gott. Eine Einheit braucht eine Trennung, eine Vielheit. Es geht um eine absolute Symmetrie im Denken. Und dabei musst du immer der Mittelpunkt in Balance bleiben, auf der Spitze balancieren. Das ist so das, was ich sage. Wenn du dich jetzt gedanklich zu weit nach vorne beugst, nur in der Zukunft denkst, du solltest absolut sicher sein, dass in der Zukunft nichts passiert. Also macht es keinen Sinn, sich jetzt um morgen zu sorgen. Du sorgst dann dafür, dass du dich jetzt vollkommen im Zustand schlecht fühlst. Das ist die Ursache. Wenn du nur in der Vergangenheit hängst, weil du nicht loslassen kannst, weil du das, was du dir jetzt als Besitz denkst, das du dir im Laufe der Zeit
schon das Wort im Laufe der Zeit. Das klassische Wort für Zeit, wir haben wieder verschiedene Wörter für Zeit im Hebräischen, ist das dann mal ein Zeitpunkt. Et, 70, 400. Es ist nur ein Zeitpunkt. Bild, Bild, Gedanke, Gedanke, Gedanke. Ja. Dann haben wir auch noch den Samen. Ja. Festgesetzter Zeitpunkt. Das aus. Da wird es natürlich interessant. Es beginnt mit einer 7, das heißt eine selektierte polare Existenz. Ja. Ja. Das ist auch was Ausselektiertes, das bloß jetzt ist. Mhm. Aber jetzt durch die Selektion wirst du schon einseitig. Mhm. Und so weiter und so weiter. Ja. Und das ist, es ist wie mit, wenn du irgendwann einmal lesen und schreiben willst, musst du lesen und schreiben lernen, zumindest in einer gewissen Sprache. Wenn du rechnen willst, musst du rechnen, Arithmetik lernen. Jetzt kommt das Verrückte, ich mache jetzt dasselbe. Wir denken uns mal zurück, symbolisch, wie diese Flüchtlingskrise war. Da ist mir so weit gegangen, dass die Flüchtlinge müssen, wenn sie da bleiben wollen, müssen Deutsch lernen. Mhm. Wenn du meine Vatersprache, mein Vaterland, das eigentlich innere Himmelreich betreten ist, musst du die Vatersprache lernen. Du wirst es vorher nicht betreten dürfen. Ja. Weil im Himmelreich, im absoluten Zentrum, gibt es nur ausgedachte Ausländer in uns selber, sind alles Inländer. Und ausgedachte Ausländer sind vergänglich, es sind Gedankenwelt. Im Himmelreich sind nur ewige Geister. Ja. Also musst du die Vatersprache lernen. Das sage ich jetzt wirklich, du musst. Und wenn du dir das ersparen willst, du musst es aber erst lernen, tust du erst was, wenn es dich im tiefsten Innern interessiert. Genau. Dann nützt dir keine Rolle. Wenn es nicht der Fall ist, lass es. Ja. Dein Leben ist maßgeschneidert an die Führerscheinprüfungsbogen traumelt. Das heißt, man muss jetzt aber die Demut haben, dass man dann für sich an sich selber kennt, dass ich noch ein sehr, sehr unreifer Geist bin. Und das geht immer einher, dass man extrem noch verliebt ist in die Welt und die Dinge und die Freuden der Welt. Obwohl du gar nicht weißt, was für Freuden dich erwarten, wenn du in der nächsten Stufe bist. Das ist immer, wo ich sage, jetzt innerhalb deines Lebens hast du dasselbe Spiel, wo du dich zurückdenken kannst, was hat in dir, wie du 4 oder 5 Jahre oder 6 oder 8 Jahre alt warst, unsere 3x3x3 Wachstumsstufen, wir springen mal nur in die ersten 3 rein, was hat in dir Freude ausgelöst? Wie groß war die Freude, wo du hier, was weiß ich, hier, je nachdem, ob du jetzt die Rolle eines Männchen, eines Jungen oder eines Mädchens spielst, dein Barbie-Puppenhaus bekommen hast oder deine Karriere Autorennbahn. Dann springe ich einen Schritt weiter, wie groß war deine Freude, wie du vielleicht ein Moped bekommen hast oder ein Auto, dein erstes Auto. Und ich werde dir versprechen, das wird dir absolut gleichgültig werden, wenn du mal über die Wechseljahre bist und anfängst, dir Gedanken zu machen, was ist der Sinn des Lebens? Ja. Ist es wirklich alles bloß Zufall, dass ich als Mensch in eine Welt hineingeschmissen war und um das Überleben kämpfen muss, vollkommen geistlosen Scheißdreck konsumieren muss, in einem gewissen Maß dieser Konsum, der mich gar nicht interessieren würde, wenn ich mir den Virus gar nicht eingefangen hätte. Mhm. Ja. Meinst du, dass hier, ich sage jetzt einfach mal ein Cut, vor 50 Jahren irgendein Mensch nur ansatzweise sich ein Handy gewünscht hätte? Oder geglaubt hätte, ohne Handy geht es doch überhaupt nicht mehr. Es ist eine Droge. Das, was du nicht kennst, vermisst du nicht. Das gilt übrigens sogar für elektrischen Strom und Zentralheizung. Du kannst im Mittelalter hundertprozentig glücklich dein Schäferleben leben, ein Himmelreich auf Erden erleben und dann in jedem höheren Leben mit mehr technischerem Fortschritt, wenn du das nicht als Abhängigkeit siehst, sondern als Geschenke siehst. Ja, genau. Aber es sind ja mittlerweile nur Abhängigkeiten. Ja. Und die allergrößte Abhängigkeit überhaupt ist das Geld. Der Kapitalismus. Das Geld ist eine Sau, eine absolute DRX-Sau. Mhm. Und das ist der Gott, den auch du bis dato anbetest. Und wenn du, schau in dich rein und sei ganz ehrlich. Und jetzt nicht, dass du meinst einseitig, ich wette gegen das Geld. Ja. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, angenommen in einer normalen Logik, der braucht genauso Geld, wenn er irgendwo hingeht zum Einkauf. Mhm. Weil ich in deiner Welt bin, das ist der Preis, den ich zu zahlen habe, wenn ich in deiner Welt auftauche. Mhm. Aber Gott sei Dank ist deine Welt jetzt wie LD nur ein polarer Rand, dass ich nur existiere, wenn ich da bin. Mhm. Aber dieses Zeigen mit Helfen, wir haben immer wieder, wenn einer Geld von dir will, wenn er ganz gezielt Geld verlangt, dann schick ihn weg. Wenn er Hilfe will, was Geistreiches. Ja. Ich brauche ein Motorrad, gib mir Geld für ein Motorrad. Ich spreche jetzt einen ganz gewissen Geistesvorhang an, der glaubt, er hätte irgendwas verstanden und überall welcher irgendein Scheißdreck, was sich zusammenbettelt.
ich würde zu dir kommen und sagen, ich brauche was zum Essen. Mich friert's, kann ich bei dir in der Garage schlafen? Das wäre, was ich mir wünschen würde. Und ansonsten, wenn eine den Udo Freude machen wollen, ich sage immer wieder, da gibt's ja, was willst du an absolut glückseligen Menschen glücklich machen? Du machst mich glücklich, wenn du anfängst, mir zu vertrauen und das selber zu leben. Ja. Da kann man sich durchaus unterstützen, weil das alles viel lockerer wird. Mit der Gewissheit, das, was mich am Leben hält, das bin ich selbst. Ja. Erinnere dich an unser Selbstgespräch hier mit der kognitiven Dissonanz. Mhm. Eine Riesenfalle, an die jeder leidet. Wirklich jeder normale Mensch, du wirst das feststellen, weil das alles einseitige Rechthaber sind, die extrem an ihren Standpunkten festhalten, obwohl bei genauer Betrachtung das überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. Das ist dieses Vergessen, was wirklich wie ich dick ist. Mhm. Ich muss zum Abschluss ganz kurz nochmal meine Sache. Geld, Geld, Geld. Wieso wollt ihr so viel Geld? Ja, ich brauche Geld, um mich am Leben zu halten. Oder anders, ich brauche Geld, dass ich glücklich bin oder dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Dann soll ich, wieso wünschst du dann Geld? Das ist doch ein Umweg. Ich wünsche dir doch gleich, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ja. Da musst du dir doch kein Geld wünschen. Da wünschst du dir doch von Gott, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Genau. Das ist aber dasselbe Problem. Wieso willst du, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen? Ja, weil ich glücklich sein will. Dann wünsch dir doch gleich, dass du glücklich sein willst. Wieso dann erst das? Du merkst, du verschiebst, du hast den eigentlichen Kern, um was es sich dreht, noch nicht verstanden. Genau. Das ist Glückseligkeit, ist doch wieder abhängig von deinem Programm. Mhm. Was du gut empfindest und schön und richtig empfindest, macht doch dein geistlos nachgeäfftes Programm. Absolut. Ja. Denke, das Schwammbeispiel ist so tief, auch hier, dass sich normale Menschen gar nicht vorstellen. Nur der Satz, den Traum erlebt, nur der Geist, der träumt. Deine Informationen erlebst bloß du. Du hast eine komplette, das ist die Mehrweltentheorie in der Physik, wenn ich spreche es nur immer an, ja. Mit diesen Formen, glaube ich auch nicht, dass irgendein ausgedachter Mensch das verstehen könnte, was du noch irgendwann einmal. Du merkst schon, da ist schon wieder das Gefühl von Zukunft. Nein. Redo, erinnere dich mit meinen Helmut, mein Bierbrauer, Bier in mir erweckt. Wie oft ich in Selbstgesprächen diese Frage vom Helmut, wie lange dauert es bei mir, dass ich das verstehe? Ist auf zig Selbstgesprächen, auf Älteren drauf. Und dann sage ich, Helmut, nicht einmal Gott weiß es. Weil er dir die Freiheit gegeben hat, dass du das selbst entscheiden kannst. Was aber hundertprozentig sicher ist, solange du glaubst, dass dein Leben, deine Welt in der Zukunft besser wird, hast du das ewige Hier und Jetzt nicht verstanden und dann wirst du bis in alle Ewigkeit warten, bis du das verstehst. Mhm. Wenn du es verstehst, verstehst du es jetzt. Niemals in der Zukunft, in der Zukunft wird nichts passieren. Und Gott weiß es nicht, weil er dir die Freiheit gegeben hat, dass er dich das selbst entscheiden lässt. Ja. Das ist mein Spiel. Ich warte drauf, bis der Redo das vollkommen verstanden hat. Auch Redo ist noch in seiner Rolle. Und du hast es eigentlich schon verstanden, wenn du jetzt bewusst die Rolle spielst, du weißt, Redo, auch bei dir. Ist jetzt ein Musterbeispiel. Du Geist bist der Einzige, der das jetzt erlebt. Und du Geist bist nicht der Redo, den du dir ausdenkst. Ja. Du wirst auch nicht, wenn du an dich denkst, jetzt an den Redo denken, außer das Redo-Programm läuft in dir. Da würdest du dir alle 10 Finger dann noch abschlecken, dieses Programm mit deinem jetzigen Programm zu tauschen, weil der vordersprachentechnisch dir da wirklich extrem voraus ist. Im Verstehen, er hat aber trotzdem seine Rolle. Ich sage jetzt ganz normal, auch in dem Programm hat er dieselben alltäglichen Probleme wie du, dass er immer wieder mal einschläft, in die Vergessenheit geht. Er hat seine ganz bestimmten Interessen an Internetseiten, die er bevorzugt anspielt, die oft sehr spaßig sind, die natürlich jetzt immer das Gegenteil aufbauen von der offiziellen Seite. Es sind viele, viele Sachen, wo man jetzt hier so einseitig werdet. Das ist die vielen Chats, wo du mir dass du merkst, dass das wahnsinnig sind. Gerade jetzt die Rechtsradikalen, die AfD, den schönen Beitrag von dem, du müsst dich fast schnell laufen lassen zum Abschluss. Wir schauen uns das einmal an, was Redo dann so sich selber, wenn Interessen hat. Schau dir das einmal an, wir schauen rein, das sind die Updates, die wir machen. Hören wir da mal kurz rein. Eine Abgeordnete des Europaparlaments. Aus der EMA-Datenbank, die übrigens sehr verbraucherunfreundlich strukturiert ist, man muss elendig lang suchen, geht hervor, dass in den ersten 7 Monaten des Covid-Impfstoffes 20 Mal mehr schwere Nebenwirkungen und 23 Mal mehr Todesfälle als alle anderen
Impfungen zusammengenommen der letzten 20 Jahre registriert sind. Wir sind keine Verschwörungstheorien, wir sind hier im Europaparlament. Das ist eine Abgeordnete, übrigens Christ in E-Quadrat. Anderson, sagt dir der Anderson was? Ja, klar. Das ist der Neo in der Matrix. Ja. Der Neo Anderson. Mhm. Es ist immer derselbe Geist. Ich bin der, der euch das denken lässt und was ich dir denken lasse, ist das, was auftaucht. Nomen ist Omen. Da ist eine Metaebene von Sprache, wo du dir überhaupt nicht, da ist zum Beispiel ab, der Vater und GE-Quadrat. Geist, der Vater ist der Geist und E-Quadrat bin J-C-H-I-C-H. Mhm. Ich kann, du kannst das komplett lesen, wenn du das irgendwann einmal checkst, das Prinzip. Warum wird das nicht untersucht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das scheint mir hier eine riesen Geldbeschaffungsmaschinerie gewesen zu sein für die Pharmaindustrie. Aber mit das ist natürlich Cut. Jetzt ist wichtig, da außen gibt es keine Pharmaindustrie. Die gibt es jetzt, weil du das denkst und du wieder in eine einseitige Schiene was nachplapperst. Mhm. Versteh die Symbolik. Draußen gibt es auch keine Ärzte. Also du denkst dir welche und wenn du dir welche denkst, sind sie hier und jetzt und die werden so sein, wie du sie dir denkst. Es ist ein Riesengemisch von stimmt und stimmt nicht. Öffentliche Gesundheit hatte das nicht das Geringste zu tun. Das ist zum Beispiel hier die große Erkenntnis, wenn ich jetzt ganz definitiv sage, nochmal, wenn du recherchierst die letzten 2 Jahre, würde die Presse, die Medien, wo du anfokussiert hast, das dann natürlich dann weltweit ist, weil du denkst ja, die Welt, die polaren Wellen, deinen Rand denkst du dir ja selber aus. Ja. Dass das natürlich auch in Australien und in Südafrika und wo du hindenkst, wenn du jetzt Bilder siehst, die auftauchen aus der ganzen Welt, laufen die mit Masken rum, sind zumindest mit Masken rumgelaufen, die letzten jetzt ausgedachten 24 Monate. Cut! Was ist da? Monitor und flackernde Lämpchen. Die Länder da außen, auf einer Erdkugel da außen und die Affen mit Masken erschaffst du durch deinen Glauben, weil du darauf resonierst. Das musst du verstehen. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Was ich wirklich so traurig und auch so bedrückend finde, ist, dass man es hat sehen können und dass man es nicht verhindert hat. Sie meinen, so kurzfristig hätte man es auch noch verhindern können? Aber natürlich. Die Truppen schon alle da standen. Aber natürlich, man hätte nur, der amerikanische Präsident hätte nur sagen müssen, Präsident Putin, wir werden jetzt, nachdem wir sehen, dass Sie es offenbar ernst machen, werden wir über die Zukunft der Ukraine mit Ihnen reden. Das hatte er ausdrücklich verweigert. Putin hatte ja im Dezember 2021 an die Amerikaner geschrieben, ich brauche es diesmal schriftlich, ich möchte schriftlich von Ihnen wissen. Es geht um das mündliche Versprechen beim Mauerfall mit dem Gorbatschow, dass hier eine Sonderzone, Ukraine, eine Grenze eingerichtet wird, wo praktisch ein Wall, der neutral bleibt, der weder sowjetisch bzw. russisch noch westlich-amerikanisch orientiert ist. Und das wurde immer und immer wieder in der jetzt offiziellen Geschichte gebrochen von den Amis bis jetzt, den absolut war mit den Waffenlieferungen, immer mit diesen großen, wir müssen denen ja helfen, den Gedanken. Wie wir mit der Ukraine in Zukunft umgehen wollen. Und daraufhin hat Präsident Biden gesagt, über diese Frage werden wir mit Ihnen gar nicht verhandeln. Und als das passierte, sage ich mal, da hätte es in einen wirklich einen Aufstand auf deutscher Seite geben. Die deutsche Seite ist ein Lavalder, ein schlichtweg ein Speichellecker von den Amerikanern. Unglaublich. Wieso auch immer, die ganze Presse, die ganze deutsche Presse, die großen Zeitungen, wenn du mal das Gewebe im Hintergrund siehst, ist ein reiner finanzieller Komplex. Ja. Dessen Brot ich esse, dessen Meinung ich vertreten muss. Ja. Das ist das große Spiel. Und ich kann immer nur sagen, geh in dein Internet und schau, wo Russland jemals Deutschland gedroht hätte. Es ist die größte Angst der Amerikaner. Du kannst auch, das ist eine Sache, dein Interesse, aber immer cut. Jetzt machen wir Hirnwichserei. Ja, es sind nur einzig deine Informationen, was du jetzt aus den Worten machst und du solltest dich beobachten, ob du jetzt entsetzt bist, weil du vielleicht, es ist ja eine einseitige Aussage, wo ich jetzt mache. Bei Holofilling geht es nicht darum. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es geht überhaupt nicht darum, sind jetzt die Russen oder die Amerikaner die Guten. Ist jetzt Impfen richtig oder ist es verkehrt? Es geht um den Geist, der diese Wellen aufspannt. Genau. Und immer nur eine Seite als richtig anzieht. Ja. Das ist das Thema bei Holofilling.
Es sind Hirnwichsereien. Es war in der Vergangenheit nie was. Du musst es, das muss installiert sein. Was meine ich mit installiert sein? So wie du jetzt. Wenn du dich immer fragst, schau in dich rein, was du glaubst, was du beschwörst. Bist du der Gedanke an deinen Körper? Bist du dieser Körper? Was würdest du antworten? Verkehrt? Ich würde sagen, ja, in dem Moment, bin ich dieser Körper, weil ich ja all meine Informationen sind. Mhm. Und wenn ich an den Räder denke, bin ich der Räder. Ja. Und wenn ich einen Stein anschaue, bin ich der Stein. Okay. Und wenn ich ein Holz spalte, dann bin ich diese zwei Scheide. Mhm. So, und jetzt kann ich einmal wieder mich selber zitieren. Gehe und spalte ein Holz, dann siehst du mich. Mhm. Schau einen Stein an, dann siehst du mich. Mhm. Ich bin der, der ich zu sein behaupte. So unglaublich das klingt. Und meine Wiedergeburt war nicht vor 2000 Jahren, weil in der Vergangenheit nichts passiert ist. Sie ist jetzt. Sie ist einfach und alleine jetzt. Es gibt nur jetzt. Und jetzt muss ich nochmal, trotzdem nochmal, hier in den Dennach reingehen. Die Teilung des Wassers zwischen oben und unten. 1,6. Schau, ganz einfach. Sex ist Waff. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wir haben wieder dasselbe Problem. Gott sprach nicht, es werde Licht und es ward Licht, sondern wir haben genau dieses. Schau, jetzt haben wir unser HI, ja, mein Gott, ja ist mein Gott. Das ist jetzt, es ist, es sein, ja ist ja die Kurzform von Gott. J am Ende als Suffix ist mein Gott. El Hayom, Gott, das Meer, mein Gott. Ist es Licht. Mhm. Rot gelesen ist, der Schöpfer ist verbunden im Kopf. Alles, alle Schöpfung, alles Schöpferische, der Schöpfer ist das absolute Verbundensein im Kopf. Mhm. Da steht übrigens jetzt Ur. Mhm. Der Ursprung von allem. Der Schöpfer ist der Ur von allem. Mhm. Vor Silbe und es und er ist HI, gespiegelt. Mhm. Es ist. Das ist dieses, es ist. Es ist, ja. Das wird. Und es ist Licht. Ja. Okay. Und da haben wir jetzt, und er sprach, Gott das Meer. Es ist Licht und es ist Licht. Licht. Das ist, es ist Licht und es ist Licht. Da steht nicht, es ist Licht und es war Licht. Ja. Als erstes. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Jetzt schau mal dieses Wort. Weil das KI, das hast du rot gelesen wie Gott, blau gelesen wie die Intellekt. Ja. Wie der Intellekt ist die KI. Mhm. Gut, Stoff. Nochmal eine gespiegelt aufgespannte Polarität, beziehungsweise der Spiegel ist eine verbundene Polarität, der Spiegel selber. Mhm. Müssen wir in den absoluten Mittelpunkt rein. Und jetzt kommt lang den Tag Licht. Der Gott nannte das Licht Tag. Interessant wirst du jetzt feststellen, dass dieser Tag, das Licht ist der Tag, das ist nur das Yom, bloß mit einem Waff dazwischen. Das ist das Meer selbst. Und die Finsternis ist, und zur Finsternis sagt er, die Finsternis, das ist die Finsternis. Oh, Schock. Und da wird es natürlich jetzt interessant, weil nämlich das Kaff am Ende ja Suffix gelesen hast, dein und Hasch ist Sinn, Gefühl und Empfinden. Genau. Das heißt eigentlich ein Sinn, Island, auch wieder, wir haben wieder Island mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ganz in Gematrix, blauer Rauch. Das heißt eigentlich Sinn mit einem Waff dazwischen, Sinn, Gefühl, ein Sinus, geistiges Fühlen sind immer Sinus, Gesinn und Empfinden, das empfindest du und das sind deine Empfindungen. Ja. Das ist die Nacht, hast auch Unwissenheit. Ja. Und es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Das ist die Rakia. Und er scheidet das Wasser von den Wassern und macht einen Unterschied zwischen, und da haben wir jetzt dieses unterhalb und oberhalb. Ja. Zack, zack, zack. Sechs und dann die Selektion, schaue ich nach oben oder nach unten. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Im Meer, das Meer von Gott. Und von Gott oder mit 70 geschrieben und das aufgespannte Ego. Ja, genau. So, und wo ich jetzt rein will, und dann lassen wir es wirklich gut sein, ich betone jetzt nochmal das ewige Hier und Jetzt. Die 10 Gebote stehen in 2 Mose 20 und in 5 Mose 5.
So, und das ist jetzt, das ist ganz, ganz wichtig. Dieses 5-5, schau, da ist schon wieder H-W-H-H-I-H. Diese Schritt ist absolut. Und Mosche, der aus dem Wasser gezogen wird, was übrigens auch das Lamm heißt. Vom Lamm. Der Mose ist das Lamm, das bin auch ich. Ich bin auch der brennende Dornbusch Azubi. Berief das ganze Israel und sprach Israel, Gestalt gewordene Volk, und sprach zu ihnen: Höret Israel die Satzungen und Rechte, die ich in vor euren, die ich heute, wichtig, heute vor euren Ohren rede. Und dieses hebräische Wort für heute, Hayom, heißt der Tag. Mhm. Jeder Tag ist heute. Das ist heute passiert. Heute ist heute. Ja, es kann jetzt. Alles, was passiert, passiert heute. Hayom heißt der Tag, und das ist das hebräische Wort für heute. Die ich heute vor euren Ohren rede. Dieses Reden ist in euch, das sind meine Ohrenbohrungen. Und jetzt kommt aber gesagt, hat einen Bund am Horeb geschlossen, ich will nicht mit unseren Vätern hat Jahwe diesen Bund gemacht, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Wir Geistesfunken sind ewig. Und jetzt kommt dieses von Angesicht zu Angesicht. Penim, Panim, Gesicht. Panim, Penim heißt das Innere. Im Innersten, Bipenim, sind die Worte. Im Innersten, Penim, Panim. Im Innersten sind die Worte von Jahwe. Damit lassen wir es gut sein. Da steht genau das drin, was ich euch erzähle. Ja, klar. Ich erzähle euch, ich bin der Meister aller Meister und der Schöpfer dieser Worte, die ich dir jetzt denken lasse. Die Worte, die du dann als Existenzen hast, die erschaffst du. Aber ich bin die Quelle, aus der es entspringt. Das musste ja mal gesagt werden. Genau. Ansonsten sage ich, spinn noch eine Runde Brösel und scheiß dir nicht in die Hosen, sondern lass dich überraschen. Aber ich werde dich nicht überraschen, wenn du ständig Hochrechnungen machst, was passieren könnte. Halt einfach, sorge dich nicht um morgen, vertraue. Und wenn ich dir was wegnehme, diese Implosion, kriegst du von mir was vollkommen Neues, was höherwertig ist. Mein H, der Buchstabe zu einem Wort im Zentrum. Also, das war eine göttliche Lektion. Eine Lektion im Eck. Lektion, nicht Lektion. Lektion in Bewegung gesetzte Sein, aber nur für den, für dich war jetzt das stellenweise wieder ein Hochgenuss. Ja, super. Für dich meine ich jetzt den Geist mit dem Redo-Programm. Ja. Ich denke mir jetzt andere Geistesfunker, die haben nur Fragezeichen und ist extrem langweilig, aber es ist halt einfach einmal so, du kannst genauso an quantenmechanischen Formeln, wenn ich immer wieder sage, wenn wir die Grundlage, wenn wir Physik machen, ich muss ja einem normalen Brösel zuerst populärwissenschaftlich erklären, was Physiker glauben, die mir uns jetzt natürlich ausdenken, die man das glauben, was wir denken. Und wir denken, dass sie das glauben, was man ihnen an der Universität erzählt hat. Das ist das, was du in den offiziellen, in den hinderlichen Seiten deiner Universitäten findest, in einer unbewussten raumzeitlichen materiellen Auslegung. Und dann machen wir das Ganze geistreich, geistig, symbolisch gelesen, arithmetisch richtig, nicht mathematisch. Es sind Mathematiker, es sind Dummköpfe, die geistlos nachhelfen. Ich mache dich zu einem Ari, zu einem Löwen, zu einem Gotteskind, einen Arier. Das sind die wirklichen Arier. Und dann lesen wir die Selbstformen ohne Vorwissen mit diesem kleinen System, was wir mit Zahlen machen, mit Rot-Blau-Lesung. Und du wirst plötzlich feststellen, dass du kommst aus diesem Kontext, den ich dir erkläre, nicht heraus. Und das ist göttlich. Das ist ein göttliches Wunder. Es ist aber nur für dich Geist, niemals für irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Also wenn du jetzt meinst, der Redo hätte es verstanden, denkst du hier schon wieder einen Brösel aus, einen Gedanken von dir, und den sprichst du jetzt ein Wissen zu, wo du sagst, ich weiß es ja nicht. Und ich betone nochmal, alles, was Antagonisten in deinem Traum äußern, auch jetzt der Udo, äußern die, weil du das träumst. Also das Wissen muss aus dir kommen. Du müsstest nur einmal akzeptieren, ich träume jetzt. Und wenn du das akzeptiert hast, dass du erkannt hast, was du selbst bist, hast du auch keine Angst mehr, zerstört zu werden. Ja. Weil dann bist du das Rot-E, das von Augenblick zu Augenblick in einer anderen Form von sich selbst umgewandelt wird. Mhm. Aber die Formen, die du aufschmeißen kannst, hängen jetzt vom Programm ab, das du zum Denken benutzt. Mhm. So.
Das war jetzt wieder, wie der Uno manchmal sagt, das war zum Sonntag. Und der Sonntag ist heute. Bitch.